So, willkommen zum letzten Vortrag bei der Frostcon für heute vor den Grillen. Wer den Hunger nicht aushält, einfach gehen. Je früher ihr geht, desto früher kriege ich einen Schnitzel. Da mal gucken. Oder Steckwecken oder vegetarische Gemüsepfanne und lauter tolle, leckere Sachen. Wer eine Frage hat, also es soll mehr ein Workshop und interaktiv, einfach ich erzähle wieder mal so ein bisschen über eins von meinem Lieblingstool, wie ich das jedes Jahr irgendwie mache. Wer Fragen hat, sofort laut losfragen, vor allem auch laut, damit ich euch besser sehen kann. Ja, alles andere wird sich so ergeben. Wer war letztes Jahr bei meinem Vortrag über Tanken und sonst irgendwas von Shell? Hervorragend. Dann kann ich das alles auch nochmal erzählen. Okay. Wer war überhaupt schon mal so beim Vortrag die letzten Jahre bei mir? Also ganz wenige. Die schon mal da waren, ich erzähle immer irgendwie von meinen Lieblingstools und irgendwie. Und aus ganz seltsamen Gründen gibt es immer, wenn man irgendwas macht, ob in Shell programmiert, den Kernel analysiert, da kommen Zahlen raus. Und wenn ich Zahlen sehe, dann muss man mit den Zahlen irgendwas anfangen und die darstellen. Und Tortengrafiken ist nicht so mein Ding, habe ich das Falsche studiert. Aber Knoblauch ist so das Ding zum Zahlen, schöne Linien machen und dann verstehen, was denn da eigentlich abgeht. Wie die Temperatur ist, wie die Spritpreise gehen, wie viele Einbruchversuche in meinem Syslog von welcher IP-Adresse drinstehen, all das Zeug. Immer wenn man Zahlen hat und Bildchen machen möchte, Knoblauch. Und darum soll es jetzt heute gehen. Sonst war immer, ich mache die Zahlen und ich analysiere was. Zahlen habe ich jetzt jede Menge mitgebracht und ich habe vorher meinem Netz gesucht. Ich meine, in der Vortragsankündigung wären Zahlen drin gestanden. Und ich hätte gerne gezeigt, was? Gell? Wer hat denn ausprobiert, was die Zahlen bedeuten? Ah. Nein, die Lottozahlen, genau. Was? Ja, das Dumme ist, ich weiß nicht, wo ich die jetzt hier auf der Platte rum... Das heißt doch, eigentlich weiß ich das. Ah. Ich glaube, ich weiß, wie ich die ohnehin... Irgendwie, weil ich dafür den Netzwerkanschluss gerade gekriegt habe. Dann was sehen. Ich glaube, ich weiß, wo ich sie liegen habe. Okay. Soll um Knoblatt gehen. Das ist das Tool, mit dem man schöne Bildchen von schönen Zahlen machen kann. Worum geht es insgesamt? Erstmal ganz kurz ein bisschen um mich und die Firma, in der ich inzwischen arbeite, wie man an Knoblatt-Doku rankommt und einfach jede Menge Beispiele, was einem die Zahlen so sagen wollen. Ich mache schon relativ lang Open Source. Das hat bei uns in der Schule schon angefangen, obwohl es gar nicht so hieß. Aber bei uns in Tübingen gab es 3 Gymnasien in einer Straße und da hat man irgendwie Software geschrieben. Das hieß noch Programm. Und die anderen beiden Gymnasien haben das abgekriegt, weil alle die gleichen Rechner hatten. Und also zumindest in den 3 Schulen hat sich dann so ein bisschen Software ausgebreitet und Hardware. Da gab es schon freie Hardware, die dann alle 3 Schulen gemeinsam eingesetzt haben. Dann bin ich an die Uni gekommen irgendwann. Und so der erste Job war, wir haben da ein Magnetband, mach mal, dass das läuft. Und damit wir da schöne Matheformeln drucken können, freie Software, die da auch noch nicht Open Source hieß. Tech, lange vor Unix, schön frei, tolle Sache, gibt es auch heute noch. Und dann habe ich am Anfang mit VMS, ein schönes Multi-User-Betriebssystem von DEC rumgespielt und dann kam irgendwie Unix bei uns an die Uni, relativ früh dann mit Unix in Kontakt gekommen und habe immer irgendwie technische Sachen und Grafiktreiber und sowas auch früher schon lang vor der Linux-Zeit gemacht. Aber weil die PCs und auch die 8086 alle blöd zu programmieren waren mit verkrüppelten CPUs, hat keinen Spaß gemacht, war ich dann relativ glücklich, wo wir richtig gute Unix-Rechner mit richtig guten CPUs hatten. Ich sagte, nie wieder Intel, also so das 8088-Zeugs. Und da, also zu dem Zeitpunkt hatten wir dann schon mal 89, 90 doch die ersten kommerziellen Unixe, auch für 386er am Laufen. Auch das war nicht so richtig lustig und irgendwann kam dann halt das Linux raus und freie Unix-Quellen, die wir damals zumindest in Tübingen nicht hatten, für einen PC. Und da habe ich halt auch einen PC gekauft und doch wieder Intel. Und dann haben sie ja, wo ich mir den PC gekauft habe, die Grafikkarte tut. Ja, und dann hat die Grafikkarte halt doch nicht so gut getan. Da gab es dann doch keinen Linux-Support für. Dann haben wir angefangen, den Linux-Support für die Grafikkarte selber zu schreiben. Und gesagt, hat das... Oh, immer, also ich gucke hier und... Lauter, kann man das lauter stellen oder kann ich das Mikro besser machen? Wofür? Hey. Geht das so besser? Ich habe vorher gefragt, ob er mich gut sieht und hört. Ah, das klingt besser. Na, mal gucken. Jetzt mal gucken. Machen Sie einen typischen Schluck. Ah, nee. Das ist schon mehr Leuten passiert. Wir sind ja gut vorbereitet. Dankeschön. Hallo? Sorry. Eine kleine Erfrischungsunterbrechung. Ja.
noch vorsichtiger aufstellen. Ah, da ist ein Papierkorb. Dass das. Ja, und dann war halt irgendwie Grafiktreiber selber geschrieben und dann, wenn man das einmal macht, macht man das ein paar Mal und macht das ganz lange, wie das meistens so ist, wenn man was dazulernt. Und während meiner Uni-Zeit habe ich halt ganz viele Grafiktreiber und andere lustige Sachen für Linux gemacht. Da sind auch noch klebrige Pfoten. Und seit 2001 war ich jetzt dann in Tübingen bei der Science Computing AG und habe einfach freie Software für alle Unix, für alle Linux-Plattformen, wo das dann hip und in wurde gemacht. Einfach alle freie Software für alles. Und jetzt seit einem Jahr bin ich bei einer Firma Bosch SensorTech, die Sensoren, mikromechanische Sensoren, so Beschleunigungssensoren, Magnetkompass und sowas für die Consumer-Elektronik gewesen, für Handys, Wii-Konsolen, die Drohnen, Quadcopter, einfach alles, was nicht Automotive ist, Bosch ist ja eigentlich mehr ein Automobilkonzern und wir machen halt die mechanischen Messtechnik-Sachen, die der Bosch erfunden hat für den Consumer-Bereich. Mikrofone und all so ein Zeugs und dafür, ja, gerne. Der Standort von, also wir sind in Kusterdingen, das ist zwischen Tübingen und Reutlingen, sonst wir können zu Bosch Reutlingen, wo ganz viel Automobilsensoren gemacht wird. In Reutlingen steht wirklich auch die FAB, die werden wirklich dort hergestellt, die ganzen Feinweg, das sind dann so Stimmgabeln, die schwingen und sowas, wo man dann Beschleunigung machen kann. Und bei uns im Projekt machen wir eine schöne neue Hardware, die noch nie nicht draufsteht und nicht angekündigt ist, wo ich Software für mache, mit ganz viel Shell-Skripte. Und die Shell-Skripte sorgen dafür, dass das Hardware das Richtige macht. Und irgendwann träume ich davon, dass wir die Hardware announced haben. Dann kann ich über die Shell-Skripte erzählen, die mit der Hardware umgehen. Nächstes Jahr vielleicht. Also, sonst können wir uns nachher auch gerne unterhalten. Wir suchen auch Leute, die Softwareentwicklung machen, sowohl für Sensorik, Sensorauswertung, Sensorfusion. Auch in unserem Softwareprojekt gibt es interessante Sachen und ein Hardwareprojekt. Ja, war da vorne noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Und auch bei mir mache ich Messtechnik und sowas. Und da gibt es Zahlen, dann gibt es Knoblot. Knoblot kann man auf dem kleinsten Rechner laufen lassen. Das läuft bei uns jetzt auf einem Mikrocontroller, wie ich zur Freude festgestellt habe. So ein kleiner ja, Panda-Board, Beagle-Board, da läuft ein Android drauf. Und Android ist auch bloß ein Linux-Kern mit irgendwas. Und da haben wir eine Bash laufen für die ganze Hardware-Steuerung und einen Knoblot, um die Daten darstellen und Daten finden. Und das ist das, was wir jetzt auch machen wollen. Nein, da. Aber die Frage war, ob wir Knoblot dann, weil es ein Android ist und jetzt die glibc bauen. Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht. Das Binary habe ich mir einfach, man kann tatsächlich Knoblot als App installieren und laufen lassen. Und wenn man das Richtige findet, tut es auch auf der Kommandozeile. Man kann sich die glibc einfach bauen. Also wir haben eine Bash und die ist auf der glibc aufgebaut. Also man muss sich dann seine Unix-Infrastruktur ein Stück weit mitbringen, aber man kann fast alles darauf übersetzen. Das gibt es auch zum Runterladen. Also das ist also aus einem Android ein richtiges Linux-System machen. Wir haben Init-Skripte da drauf, da bin ich hergekommen und das ist jetzt bloß, das soll mal eben, die Hardware ist von Handy und jetzt gucken wir mal, wie wir mit der Hardware reden und wie die Software-Infrastruktur gut ist. Und, also vielleicht ein letztes Wort zu Android. Also es ist so, wenn man die Android Directory-Struktur anguckt, stellt man fest, es gibt keine Unix für das Verzeichnis. Es gibt kein EDC, kein Bin, kein User, kein irgendwas, das ist alles ein System. Und dadurch kann man den ganzen Unix-Baum einfach mit draufschmeißen. Es tut sich nichts weh. Dev gibt's, Proc, Sys, das ist alles da. Es ist ein Linux-Kernel. Und was der letztendlich aufruft, der Linux-Kernel mit, die 11-Binaries sind eh schon da. Ich brauche bloß den 11-Loader, da liegt in lib, LDSO irgendwas. Und man kann wirklich ein komplettes Linux mit drauf machen, die Sachen aufrufen tut. Im Kernel, die Unterschiede sind relativ marginal. Ein paar Kleinigkeiten gehen dann nicht oder anders. Aber ist es wirklich, man kann das koexistieren lassen. Man braucht nicht viel. Also Shell und Knoblot und sowas gibt es alles schon fertig. Und die üblichen Tools. Es gibt ein Octave. Dann zum Richtigrechner, zum MATLAB-Klonen. Also ist ein Linux. Mit so einer komischen GUI oben drauf. Aber wir machen das auf der Kommandozeile so mit Shell einloggen und. Und dann kann man auch so eine Java-GUI machen, um dann in der Hardware rumklicken, wer das braucht. Aber so weit sind wir noch nicht. Okay, zu Knoblot. Doku müsst ihr euch selber durchlesen. Das erste, was es immer gibt, Manpage. Ich weiß gar nicht, wie groß. Ich glaube, die ist nicht so richtig vielsagend. Halt. Und ich meine, unter Ubuntu gibt es eine Manpage sogar dafür. Aber da steht nur drin, dass man die Infopage lesen soll.
Und das Info ist ja... Ich habe das System Knubler, der letzte Insider, weil ich eine neue Version haben wollte. Es gibt eine Man-Page und es gibt eine Info-Page, wo man sich das durchlesen kann. Die sind aber alle auch nicht so richtig wichtig. Viel schöner und interessanter wird es dann, wenn man auf dem Web guckt. Unter Knubler.info werde ich gleich zeigen, gibt es wunderschöne Beispiele, auch ein Doku und ein Monster-Handbuch mit 150, 250 noch mehr Seiten. Und jetzt hoffe ich, dass das wenigstens stimmt. Und hier darf ich, glaube ich, nicht Cut und Paste machen, während ich im Viewer-Modus bin. Und der Pfad stimmt wahrscheinlich auf meinem System auch wieder nicht, aber das testen wir. Wenn man nicht weiß, wo steht, dann sucht man mit Knubler mal, mit Locate, wo es rumliegt. Das heißt nämlich ja alles anders, weil ich nicht mehr die Version von der Distro habe. Habe beim letzten Vortrag festgestellt, hey, es gibt ein Knubler 5.0. Bisher war das immer 4 Punkt irgendwas. Anfang letzten Jahres ist es, Anfang diesen Jahres, im Januar ist es ganz überraschend rausgekommen. Okay, das tut, kommen wir gleich dazu. So. Die wichtigste Infoquelle, Doku lesen auf der Webseite. Zeige ich vielleicht zuerst. Also einmal Browser. Ach so. da war wieder mein Problem. Ich habe ein Netz. Nein, das ist jetzt über mein Handy. Das aber vorher hat es nicht gepinkt, aber vielleicht geht der Rest. Plot.info ist das, glaube ich. Wäre eigentlich schon schön zu sehen. Schade. Also müsst ihr euch vorstellen, das ist so eine Webseite und die erzählt dann über die Tools. Ist richtig klasse, weil die haben unheimlich viele Beispiele drin. Es läuft ja irgendwann eine Example- und Demo-Seite auch für jede Knubler-Version, wo über ganz viele Kapitel, ich will Wetterdaten, ich will Linien, Tortengrafiken, irgendwas, man kann draufklicken. Man sieht immer die Grafik und die Kommandos dazu. Also über die Kommandos werde ich jetzt gleich kommen und über verschiedene Darstellungen. Die Webseite ist klasse. Und man kann sich noch ein Handbuch runterladen, wo man das alles nachlesen kann. Beides habe ich beliebig selten angeguckt, weil ich ungern Doku lesen, weil man das alles auch anders machen kann. Zeigen wir mal, wie Knubler wirklich tut. Knubler ist ein Kommandozeilentool. Das Vortragsverzeichnis heißt zwar Frostcon, aber die Daten liegen noch bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Egal. So, irgendwann mal Knubler sagen. Vorher wurde ich schon gefragt, ob ich die Kommandos hergebe, die ich getippt habe. Mache ich immer gern. Also da ging es noch um das X-Run. Das heißt, das Problem jetzt wird sein, dass das, was ich hier in der Shell tippe, eben nicht in meiner Shell-Historie, sondern im Knubler. Ich versuche, in einem einzigen Knubler-Kommando zu sein und dann gibt es das auch am Stück. Aber man muss wirklich selber reingehen, wenn man gleich merkt, so, Knubler und wir haben wieder eine Kommandozeile. Und hier heißt das wichtige Kommando dann Help. Und da kann man sich dann mit Help, da kommt wirklich ein ganz großes Online-Handbuch mit ganz viel wird erklärt und was es alles gibt. Und dann kann man sich das Plot-Kommando zum Beispiel erklären lassen mit vielen Beispielen und Unterbeispielen und. Man muss immer wissen, wie die Kommandos heißen, sich ein bisschen schimmelig suchen. Deswegen ist hier in meiner Hilfe sehr erklärt, also die Hilfedatei heißt irgendwie knubler.gih, knubler irgendwas, Help. Und das ist alles in einer einzigen Datei drin. Und wenn man weiß, wo die steht, irgendwann findet man sie dann oder guckt in seinem Paketmanager nach, dann ist es einfach eine normale Textdatei. Und da kann man einfach mit Fulltextsuche, mit Less, Emacs, whatever, dann in eurem beliebten Textsuchtool, da ist jetzt wirklich, wer VMS noch kennt, das ist das VMS-Hilfe. Dateiformat. Da gibt es die Introduction. Jetzt kann man halt nach irgendwas suchen, was einen dann mal beschäftigen würde. Sinus. Die Frage war, ob die GNU automatisch die History speichert. Sollte es machen. Und zwar im Home Directory. Das steht dann auch irgendwo da. Moment. Was steht im Help dazu drin? History List irgendwo. Und das speichert er zum Abspeichern. Irgendwo steht vielleicht drin, wo er speichert. Das ist gar nicht wahr. History, List, Write to irgendwas. Aber er macht das auch automatisch. Und wie die meisten Unix-Tools so irgendwo Punkt. Und wenn man nicht weiß, was es ist, dann tut man das mal TR rückwärts nach Zeit sortieren und die Directories auslassen. Dann wird man feststellen, mit aktuellem Datum und Uhrzeit, schon eine Viertelstunde rum, steht die History drin. Und da ist dann wirklich alles, was man tippt im Knubler
da ist das Help, ups, das Help-Kommando und zu den Plot-Kommandos oben drüber kommen wir gleich. Und das, genau die Datei würde ich dann auch, ich versuche mit, das Problem ist, wenn ich mehrere Knublots gleichzeitig habe, dann können die sich natürlich überschreiben, aber mit einem Knublot sollte man hinkommen, also. Und dann kann man in diesem Hilfetext eben auch, den ich hier drin habe, Knublot GIH, wirklich mal nach Stichworten sehen, ein bisschen mehr lesen, finde ich manchmal ganz praktisch, neben den Beispielen, die es gibt. Und das ist auch noch was Schönes beim Knublot, Knublot Doc Example, das ist bei mir jetzt wahrscheinlich auch wieder im anderen Pfad. Gibt's Wunder, also viele von den Beispielen auf der Webseite kann man wirklich einzeln laufen lassen, angucken, ich zeige das gleich. Das Problem zumindest, ich mal gucken, wie das jetzt bei, ja. Bei Ubuntu waren die alle komprimiert mit GZ und das ist ein Verzeichnis, wo ich nicht schreiben darf. Deswegen habe ich mir die hier dann einmal umkopiert in ein temporäres Verzeichnis. Manche wollen noch Daten anlegen, das geht sonst irgendwie alles schief. Wo war mein Help? Die Examples liegen auch irgendwo beim Help. Wie geht's weiter? User Share Doc. Share Doc Knublot. Nein. Also, dann müssen wir das suchen gehen. Okay. Knublot Doc. Doch nur, dass ich die Version 5 überhaupt installiert habe. Hm. Alles neu. Das ist jetzt schade. Bei Ubuntu sind sie mit drin. Da liegt es daran, dass ich das selbst gemacht habe. Kann eigentlich nicht sein. Weiß ich gerade nicht. Schade. Wo stecken? Docs, ne, das ist eigentlich bei den. Ich meine, das wäre bei den normalen Quellen dabei gewesen, ist aber jetzt hier nicht mehr drauf. Habe ich noch was übersehen? Irgendwo. Aber da sind irre viele Beispiele drin, die man alle mal angucken kann. In Tafel ist das alles drin. Man könnte das mal installiert haben. Ah. Mit rpm-. Ist not installed. Aber das kann man ja ändern. Wenn es schon rumliegt. 6.8, 6.9, halt mal das Neueste, nur das Neueste. Das weiß doch jeder, dass mein Passwort geheim ist. User Share Doc. Geht doch. Demo. Ja, und hier sind sie entkomprimiert. Okay, das ist schön. Also da kann man jetzt einfach irgendwelche .demo-Files angucken. Das ist... Ah, und wenn man das dann laufen lassen möchte, Rest sehen wir gleich, dann macht man einfach mal Knublot in diesem Verzeichnis und sagt, load ist... Nochmal? Ich nehme, die Extension wird wahrscheinlich für Demo stehen. Steht sicher irgendwo in der also würde ich mal interpretieren, weil es Demo-Files sind. Extensions in Unix sind Schall und Rauch, das interessiert überhaupt gar keinen. Ja, das ist ja, ich muss wissen, wie die Datei heißt und ich muss wissen, wie das Kommando heißt. Achso. Also ich bin jetzt in dem Verzeichnis, wo immer, wenn ihr all. Wenn man weiß, dass es, ah, das könnte ich mal reinschreiben, dass es das, was man sucht, all.demo heißt und es war schon installiert. Ah, Download in Demo. Mhm, okay, da hatte ich die Sachen versteckt. Muss man ja finden können. Download Knublot Demo. Die Frage war, kann man, da wollte ich viel später dazu kommen, aber wir machen das jetzt einfach so, wie es geht, wie es im wahren Leben ist. Also wieder, habe ich noch ein Knublot laufen? Knublot. Also jetzt, man muss irgendwie das all.dem finden und gucken mal an, was da drin steht. Print irgendwas load, weil das eines der wichtigen Kommandos, wenn man so Kommandos mit Knublot in der Datei drinstehen hat, dann kann man die entweder abtippen oder man kann die mit load laden.
Und einfach nur zum Spielen, das tue ich in die Folie mal mit rein. Wenn man es gefunden hat, dann kann man sagen, lad mir mal alle Demos. Und dann passiert Folgendes. Und dann wird hier halt irgendwie ein Simple Plot. Ich zeige dir mal. Der hat jetzt Load Simple Plot oder sowas. Und dann kriegt man irgendwelche tollen Demos und kann da rumklicken. Und wenn man mit Return kriegt man das nächste Bildchen. Und da kann man mal durchgucken. Das ist genau das, was es auch auf der Webseite gibt. Auf der Webseite kann man bloß durchscrollen. Geht fast einfacher wie hier. Und wenn er jetzt irgendwas hier drin findet, das sieht so ungefähr aus wie das, was ich machen möchte, angucken, wie sie es machen. Da habe ich ganz viel gelernt in dem Beispiel. Ja, wenn da jetzt irgendwas drin ist, die stellen das jetzt genauso da, wie mache ich da oben die Kiste hin, werde ich alles nicht verraten, weil es steht im Handbuch und in den Beispielen. Dann kann man da mal nachgucken. Ja, weil es sind einfach unendlich viele Kommandos und was ich noch nie gebraucht habe, halt, muss man hier drücken. Also das sind ganz viele Kurven. Da werden jetzt einfach selber rumspielen, da malen sie irgendwelche Kurven und Sachen hin und irgendwelche Daten. Whatever. Schwarz-Weiß, bunt, farbig, ausgemalt. Ja, wenn man Sachen richtig malt, aber da war dann irgendwie das Feld für Beispieldaten zu klein, dann kann man sich auch mal so eine Landkarte malen oder keine Ahnung, was das ist. Also die Frage war, welche Formate kommen dazu zum Output? Also jetzt erstmal einfach nur, wie sehen die Bildchen aus, kommen wir dann hinten raus noch ein bisschen dazu. Ich will noch ein paar, also das sind jetzt alles 2D und Linien und sonst was. Ah, jetzt haben sie so 3D-Daten, also so für X und Y oder welche Messdaten, keine Ahnung. Und da kann man dann irgendwie hacken, das ein bisschen drehen und rotieren und sowas mit der Maus. Ist total hübsch und weitergehen. Also, um so einen Eindruck zu kriegen. Also vieles ist halt einfach Linien und Zahlen und irgendwie. Das habe ich erstmal nicht. Ah, das ist wieder 3D. 3D ist immer hübsch. Achso, bei 2D hätte man zeigen können, kann man rein zu. Mache ich gleich mal mit dem Viewer. Kriege ich wieder 2D dann. Ah, man kann dann, das werden wir noch öfter nutzen, einfach mal so einen Rahmen auf. Ah, ich zoome da mal rein und dann kann ich wieder zurückgehen. Und ich kann da ein Gitter. Sieht das gut? Ja, geht so. Jede Menge Zeug zum Anzeigen. Und die Beispiele sind jetzt alle als Kommandodateien so drin. Da kann man nachgucken, wie geht's denn. Es gibt noch ein paar schöne. Ah. Die hinten rauskommen, ich ganz hübsch fand, vielleicht, wenn sich die Demos nicht geändert haben. Man kann mehrere Sachen zusammen machen, habe ich auch noch nie. Da sagt man halt, plot mal hier was, da was, sonst noch was. Und das dann außen, ah, doch, kann man auch irgendwie drehen und schneiden und unsichtbar machen, was weiß ich. Also nur so als Idee, was alles geht. So. Alles das als Beispiel gibt es auf der Website. Jetzt will ich auf ein paar Sachen einfach mal, wie geht's überhaupt? Ja, das sieht jetzt natürlich hübsch aus. Also es geht, indem man dann irgendwelche tollen Demo-Sachen angibt. Irgendwas mit Steps, was immer die Steps sind. Demo. Viele Dateien. Viele Kommandos wollen wir jetzt im Einzelnen machen. Zurück. Dahin. Also entweder mit Ctrl-D kann man das gut machen, oder Exit kennt er, glaube ich, auch, oder Help. Aber, oder Ctrl-C und manchmal muss man danach einen Return drücken, je nachdem, wie es übersetzt wurde. Wenn ich jetzt hier, das ist ein bisschen durch diese eigene History-Funktion, wenn ich jetzt hier irgendwie raus will, oder auch mit Ctrl-D kommt er direkt, also Ctrl-C. Wenn man irgendwas getippt hat, dann geht es irgendwann nicht mehr und jetzt geht es gerade. Keine Ahnung. Ah, jetzt kommen wir in die Frage, die QT damit kommen wir gleich dazu. Erstmal, also die einfachsten Kommandos, wie ich möchte was plotten. Und das Standardbeispiel ist, ich hätte gerne den Sinus geplottet, dann sagt man halt plot irgendwelche Funktionsnamen und sowas, Sinus von x. Man macht es plop und er malt einen den Sinus von x. Und weil der Sinus jetzt ziemlich groß ist, aber zeigt es von 0 bis 1 und von minus 10 bis plus 10, so sieht halt so ein Sinus ungefähr aus. Man darf auch mehrere Funktionen machen. Malen wir den Sinus und den Cosinus und die sind dann halt, und für, das sieht man schon, man kann so mit Komma getrennt, so malen wir mal dieses, jenes, sonst was. Er sucht sich automatisch für alle, jedes, was ich da so male, ob das jetzt Funktionen oder nachher Dateien und Zahlen sind, eine neue Farbe raus. Nochmal? Das, ja, ich, kann man mit der Rot-Grün, das tut noch nicht so richtig gut, aber da kann man vielleicht, das möchte ich noch was Drittes haben, was mache ich jetzt wieder? Sinus von x mal x, keine Ahnung, ob das schön aussieht, oh, ja. Wird von x Quadrat, das wird dann nach hinten immer enger, jetzt kann man da mal hergehen und mit irgendwie reinzoomen, da gibt es hier so komische Knöpfe für, oder man kann mit der rechten Maustaste den Rahmen aufziehen, einmal klicken und mit der rechten Maustaste ein zweites Mal und irgendwie so reinzoomen, das finde ich immer relativ geschickt.
Ups, halt. Nein. Jetzt habe ich zu weit reingezoomt. Jetzt kann man hier, glaube ich, irgendwie wieder zurück. Keine Ahnung, oder? Mit Tasten, man kann sich das damit, glaube ich, H für Help anzeigen lassen, kriegt man so, was alles in dem Grafikfenster so geht. H für Help zeigt dann dieses Grafikterm. Im Grafikterminal kann man jetzt mit Buchstaben rumoperieren. Wichtig ist im Wesentlichen für das Zoomen. Mit P kriegt man Previous Zoom. Dann kann man jetzt eins, so wie ich jetzt einmal auf P drücke, dann geht da eine Zoom-Stufe zurück, weil ich mich da irgendwie verzoomt habe. Also jetzt kann ich nochmal rechter Mausknopf klicken, nochmal klicken und dann kann ich nochmal reinzoomen. Da sieht es immer, wenn ich einmal P drücke, geht da eins zurück und nochmal eins und nochmal eins. Und mit N geht es wieder einmal vor. Oder man kann mit U für anzoomen, dann sieht man sofort das ganze Bild. Wenn man sich irgendwie reingezoomt hat, ich will jetzt irgendwas, ein kleines Detail sehen von meinen Messdaten, die Wetterdaten nur von heute, keine Ahnung, dann kann man da raus. Oft ist halt irgendwie auch nett, das auf volle Breite zu machen und muss mal gucken, wie die Zahlen aussehen. Also, den wollen wir nicht haben. Also die erste Variante ist einfach Plot, irgendwelche Funktionen oder was weiß ich. Ich hätte gern irgendwie, wie sieht eine Parabel aus? Aber auf die Funktion will ich jetzt gar nicht sagen. Eingehen, aber das Kommando ist immer das eine wichtige Kommando, ist Plot. Mal mir irgendwas. Und was kommt dann hier halt jetzt der Reihe nach? Jetzt kann ich, bei dem defaultmäßig geht er immer von minus 10 bis plus 10, wenn man sowas macht. Jetzt kann ich entweder hier reinzoomen und sagen, ich hätte aber gern die Parabel nur von was weiß ich, von minus 1. Und dann gibt's Kommando set x-range. Und kann sagen, geh mal von minus 1 bis 1. Es lohnt sich nicht wahnsinnig, die Kommandos mitzeigen. Wir werden die gleich alle in der Datei wiederfinden. Aber so als Beispiel, und ihr kriegt ja die Historie vielleicht. Jetzt sage ich, mach mal x-Bereich nur von minus 1 bis noch plus 1. Jetzt kann ich entweder nochmal Plot sagen oder es gibt auch ein Kommando Replot. Mach einfach das gleiche nochmal, wird das gleiche Plot-Kommando nochmal gemacht. Und jetzt eben von minus 1 bis plus 1 und das Quadrat geht dann halt auf nur von 0 bis 1. Schöne Sache. Und dann kann man wieder noch letzte Funktion, Replot, ne, dann x oder x hoch 3. Hier schreibt man hoch mit zwei Sternchen, so Fortran-Syntax. Dann hat man x, x Quadrat. Ah, x könnte man auch noch plotten. X, x Quadrat, x hoch 3, irgend sowas, x hoch 4, ja. Ich glaube, das ist klar, kann man zoomen, sonst was machen. Statt diesen X-Range, wenn man das jetzt wieder los haben möchte, ich würde jetzt gern mehr sehen, dann kann man set X-Range Auto. Man darf immer alles abkürzen, sobald es eindeutig wird. Also ich muss das X-Range nicht ausschreiben. Neumodisches Zeug. Früher konnte man immer sagen, set x-range auto, die haben das mal geändert, weil das ist ja total unlogisch und jetzt muss man ganz viele Sachen, die man gesetzt hat, ansetten. Oder restore oder unset. Früher konnte man immer sagen, set irgendwas auto, dann macht er das wieder auf automatisch. Und wenn ich jetzt einen Replot mache, dann geht er wieder auf defaultmäßig minus 10 bis plus 10. Ja? Die Frage war, ob wenn man PostScript hat, die minus 10 bis plus 10 eine bestimmte Größe auf dem Blatt hat. Ja, war schon irgendwas mit Skalierung und sonst was. Zum Output wollte ich viel später kommen. Und die Frage, was mit dem PostScript ist, ob ich es dann auf A4 oder A3 ausdrucke oder dann wieder in einen Tech-File integriere, das dann auf A5 in der Doktorarbeit gemacht wird. Also ob ich es auf Zentimeter wirklich haben möchte, muss man im Einzelnen sehen. Aber Output, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Bildchen malen und dann überlegen, wie man die außer auf dem Bildschirm noch zu Papiere bringen oder zur Datei bringen können. Komme ich noch drauf. Das ist ein, aber wollt erstmal ein bisschen Bild malen. Außer ihr wollt jetzt gleich zum Schnitzel, dann machen wir das vorher. Man kann, was manchmal nützlich sein kann, statt diesem X-Range, er merkt sich das auch beim Zoomen, kann man auch beim Plotten vorne schon so Sachen angeben und sagen, ich würde jetzt gern nur von 0 bis 2 das Ganze dargestellt haben. Da macht er X-Bereich von 0 bis 2. Und dann kann man noch einen zweiten Zahlenbereich angeben von 0 bis, oder was weiß ich, von minus 2 bis 2 für Y. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, die da irgendwie hinführen. Also ein wichtiges Ding ist, man kann immer abkürzen. Hier habe ich bloß Rep. Weg. Dann drückt er sich nicht mehr vor. Rep ist Abkürzung für Replot, sobald es eindeutig ist. Er macht zwar leider hier keine Kommando-Completion, wenn ich auf Tab drücke, wäre schön. Aber wenn ich bloß Re mache, dann
Nein, nochmal, ja, es ist Readline drin, deswegen kann ich überhaupt irgendwie Tabs und sowas drücken. Aber ich hätte, normalerweise sollte er ja entweder meckern, weil Help, RE, welche Kommando, ah, beim Help sagt er jetzt, es gibt ein Real Rectangle Refresh. Aber wenn es nicht eindeutig ist, erwartet, er sagt mir, was nicht geht. Ja. R ist invalid, RE. Irgendeins von den Kommandos wird er schon gemacht haben. Und das ist, also aus irgendwelchen Gründen habe ich schon immer Rep für Replot gedruckt und das hat gut getan. Und bei manchen habe ich, der letzte beim Vortrag, werden wir gleich später sehen, dass man noch ein Buchstaben, da kann man aber auch mit einem Buchstaben, kommen wir noch hin. Okay, Plot, mehrere Sachen, dann geht es irgendwie. Und dann kann man mit mehreren Kommandos jetzt angeben, machen wir nochmal. Plot, ich male irgendwelche Funktionen. Das sieht normalerweise erst immer mal so aus, wenn man das defaultmäßig startet. Das heißt, ich kriege nur den Bereich. Und dann kann man zum Beispiel sagen, set grid. Ich hätte gerne ein grid, dann merkt er sich. Und ich kann sagen, ich hätte gerne einen title, set title. Und wenn man das dann wirklich sehen möchte, zeigt mir es mal wieder, er macht das nicht automatisch. Und jetzt hat er die Gitterlinien eingestellt und hat noch einen Titel drüber gemalt. Und jetzt kann man sich dann irgendwie noch ein ZX-Label ausdenken. Es sind gar nicht so arg viele Kommandos, die wir brauchen, um an eine schöne Grafik ranzukommen. Dann sagt man noch, das ist die X. Und ganz logischerweise kann man noch ein Y-Label sagen. Kann man. Wenn er more haben möchte, bist du wahrscheinlich noch im Help mit drin, würde ich mal vermuten. Also plot, nur plot x plottet irgendwas. Also das einfachste Plot-Kommando, das man haben kann, ist wirklich, zeichne mir mal x von minus 10 bis plus 10, dann zeigt er eine Linie von minus 10, also es malt was. Und wenn man das Fenster quadratisch hat, dann ist die Linie auch so eine richtig schöne Diagonale. Aber defaultmäßig erstmal halt mal da die Skalierung so optimal, wie das da irgendwie reinpasst und ja. Da war jetzt vorhin mal die Frage mit den Skalierungen. Da gibt es dann ein Kommando setScale, das ich ganz selber verwende, aber nochmal, Sinus von X. Sinus von X, mein Originalfenster, machen wir nur weg. Das hat er sich gemerkt, das ist ja gemein. Also das übliche Fenster war ja irgendwie erstmal so und wer einen Sinus mal richtig kennengelernt hat, so sieht ein Sinus nicht aus und der ist ja so richtig schön mit Steigung 1 und sowas. Jetzt kann ich natürlich hier mein Fenster irgendwie hinziehen und sagen, macht aber, wenn ich das mit der Maus überhaupt wieder hinkriege. Ja, so ungefähr sieht so ein Sinus aus, aber das ist ja Quatsch. Und jetzt kann man irgendwas mit setScale machen. Help. Scale. Er versteht mich nicht. Help setScale. Nee, das ist. Das hat Radio, ja. Und wenn man nicht weiß, wie es geht, noch einmal Radio. Dann haben wir ja hier vorher mit Less, wenn man weiß, wo die. Nein, auch nicht. Punkt GIH. Scale. Set size. Set size. Scales irgendwas. Und schon haben wir so ein Set Terminal Size und irgendwas und Set Size 0,5. Und dann lohnt sich, also Set Size ist ein komisches Kommando. Das ist, muss man sich die, aber dann haben wir schon mal Help Set Size. Kann man sich den Teil auch nochmal lesen. No sir, no ratio. Set Size. Das schon besser wird? Nein, das war's. Jetzt hat er, Abbildungswert ist 1 zu 1, jetzt die X- und Y-Kante gleich lang, das wollte ich jetzt nicht so richtig haben. Muss ich das in Ruhe wirklich durchlesen? Also ich weiß, dass eine Minus 1 wichtig war, dann schon, warum auch immer, was ich das ausgedacht habe. Set size, scale, minus 1, mal gucken. Es könnte auch Ratio minus 1 gewesen sein. Ja, ja. Also nicht ganz intuitiv, aber es steht ja schließlich im Help-Fall und sowas drin. Ja. Und jetzt malt er tatsächlich mein Sinus hier mit Steigung 1 und solche Sachen, wenn man das mal wirklich maßstäblich braucht. Geht unheimlich viel. Es ist jetzt nicht die Größe, wenn ich jetzt sagen möchte, das sind Zentimeter, kommen wir beim Terminal-Output vielleicht noch drauf, können wir versuchen, das gut hinzukriegen. Aber jetzt macht er das mal mit Abbildungsverhältnis 1 zu 1. Bitte? 90 Grad. Boah. Dann nimmt er ein hartes Blatt und dreht es rum.
bei der Funktion macht es ja erstmal auch keinen Sinn. Für Daten werde ich das dann zeigen. Das sind jetzt keine Zahlen, die aus einer Datei kommen. Bei Zahlen, die aus einer Datei kommen, X- und Y-Achsen vertauschen, macht sehr viel Sinn und wird gebraucht. Aber da, man kann das irgendwie auch rotieren. Das hat mit Output und sonst was zu tun. Habe ich also an der Stelle noch nie gebraucht. Für die Zahlen kommen wir hoffentlich gleich drauf. Das ist so ein Set Size. Mal gucken. Das hat er sich jetzt wieder gemerkt. Set Ratio 0 und sonst gehen wir halt wieder raus und wieder rein. Hey, wenn es nicht 1 und nicht minus 1 ist, ist es vielleicht 0. Okay, so ist wieder schön. Aber plot irgendwelche Kommandos machen. Wenn man ein schönes Diagramm hat mit X-Achse, Y-Achse, alles ist toll und schön, ob das jetzt Funktionssachen sind, dann ist das nächste wichtige Kommando, finde ich immer. Wo bin ich denn gerade? Also hier macht er auch so File-Name-Completion und sowas und PWD. Es gibt so ein paar Kommandos, die eingebaut sind. Dateinamen müssen allerdings immer in Gänsefüßchen sein. Wenn ich irgendwo anders ein Change Directory hinmachen möchte, File-Namen, auch wo ich schon mal so Load-Dateiname gemacht habe, Dateiname in irgendwelchen Gänsefüßchen. Ob das jetzt Single-Quotes sind oder Double-Quotes, spielt keine Rolle, aber es muss irgendwie, gegänsefüßelt werden. Jetzt bin ich da, wo ich hin will. Und es gibt ein schönes Kommando, Save. Sinus, dem kann man irgendeinen Namen geben. Wie ihr die ob ihr eine Extension macht, wie bei mir heißen die immer .gp, gnuplot. Und wenn es mehrere vom gleichen ist, ist es mal gnuplot 1, dann mache ich gnuplot 2, ist völlig egal, ihr müsst halt wissen, wie das Zeugs heißt. Und dann kann ich aus gnuplot rausgehen und irgendwann später wieder in der Shell auch ins richtige Verzeichnis reingehen, wo ich das jetzt abgelegt habe. Dann sage ich gnuplot, gestarte das wieder, nächster Tag, nächstes Glück. Ich lade meine Datei sinus 1. Er denkt da ein drüber nach und da ist der Sinus wieder mit Achsbeschriftung und allem. Oder er wertet wieder meine Messdaten aus und die mir es dann geht. So. Und das Schöne an so einer Save-Datei ist, das Schöne und Schlechte gleichzeitig, was steht da alles drin? Da steht wirklich alles drin. Da stehen alle Kommandos drin. Ganz am Schluss kommt das Plot-Kommando, das ziemlich trivial war. Das setzt alle die Parameter, was irgendwie geht. Und am Schluss sagt er, jetzt mal einen Sinus. Und damit kann man, und das ist meine wesentliche Informationsquelle Nummer 1 auch gewesen, zum Gnuplot lernen. Ich habe dann irgendwas abgespeichert und habe nachgeguckt, was könnte ich denn noch setzen. Also meine, irgendwo habe ich mal das mit dem Titel gesetzt. Und dann setzt man Set Title, was habe ich da gemacht? Irgendwas mit Achse. Wo wird denn A? Achse setzen geht mit X-Label. Und da gibt es noch andere Sachen. Da kann ich noch ein Font und irgendwas, ja? Und Title. Und wenn man sich das da mal durchliest, merkt man, es gibt, da kam der Title her und Font und Timestamp und Schlag mich tot. Das sind alle Settings. Er tut wirklich alle Parameter irgendwie abspeichern. Ein paar Sachen tut er auskommentiert abspeichern. Zum Beispiel, welches Terminal ich, welche Ausgabequelle ich gerade gemacht habe. Gehe ich nachher noch drauf ein. Set Terminal QT, mach so ein QT-Fenster auf. Da gehen noch ganz viele andere Sachen. Und da steht sogar ein bisschen so die Hilfe drin, wo, die Webseite, die FAQ, dass man im Plot Window H drücken kann. Alles Wichtige ist in der Safe-Datei drin. Drei Load-Demo in, aber ich glaube nur das Verzeichnis ist jetzt falsch, weil ich es woanders hin installiert habe. Ah, das Verzeichnis ist richtig. Cool. Also, ganz viele Kommentare und da unten IOF, ja, okay. Es ist noch eine interessante Kommentarzeile hier oben drin. Da steht doch sonst immer bin bash oder sowas. Oder bin sh, keine Ahnung. User bin knuplot. Persist, aha. Hey, das sieht aus wie ein Shell-Script, wenn man das laufen lassen möchte. Dann sagt schon irgendwie, geht nicht. Ja. Die Execute Permission, weil wo ich das abgespeichert habe, erstmal ist es halt eine normale Datei. Aber wenn man das jetzt chmod mal executable macht, so, dann kann ich das ausführen. Und dann kommt das Gnuplot. Das ist wie mit einem Shell-Skript, auch da oben drin steht, welche Shell wird aufgerufen. Es wird die Gnuplot-Shell aufgerufen, die tut die ganzen Kommandos ausführen. Und da kann ich jetzt reinzoomen. Ich glaube, Control-Mausrad. Hier darf ich nicht zoomen. Na, das dachte ich. Man merkt, das Gnuplot hat sich sofort beendet, aber die Grafik ist da. Aber das war doch am Anfang. Es läuft im Hintergrund noch ein Gnuplot-Kommando weiter, dass das darstellt. So kann man jetzt, wenn man die Dateien abgespeichert und ausführbar gemacht hat, dann kann man einfach sagen, lass diese Datei nochmal laufen, plopp, kriege ich ein Bild. Lass die Messdaten nochmal laufen, plopp, noch ein Bild. Da ist einfach alles abgespeichert, wie wir sehen, und ich kann es nochmal laufen lassen und kriege das gleiche Bild auf dem Terminal.
dieses Set Terminal QT machen, das in der Grafik ist auskommentiert. Weil wenn ich es reinladen möchte, dann kann ich sagen, nimm mal ein anderes Ausgabedevice, mach mal PostScript, PDF, PNG, kommen wir dann noch gleich drauf. Und kann dann sagen, jetzt möchte ich es gerne als PDF ausgegeben haben. Und dann sage ich wieder load die Datei. Dann wird es alles ausgeführt, Titel und alles, was ist und die vielen Dummies, die da drin stehen, die ich jetzt einfach nicht genutzt habe, die auf Default-Parameter gesetzt werden. Am Schluss Plot und dann ist mein Plot wieder in der Datei drin. Das heißt, wann immer man sowas gemacht hat, brauchen wir jetzt erstmal nicht, das brauchen wir erstmal auch nicht. Also wieder Knoblot. Arbeit von gestern weitermachen. Dann kommt es einmal wieder auf den Bildschirm. Und alles, was man so irgendwie gesetzt hat, kann man sich auch irgendwie showen. Also man kann zum Beispiel Show Title machen, dann sagt er wieder Title. Man kann auch Show All sagen, dann wird man vollgeblubbert mit allem, was geht und kann sich das hier so ein bisschen durchlesen, was zu setzen ist. Und wichtig ist, man kann sagen Show Plot, dann sehe ich das letzte Plot-Kommando. Wenn ich also irgendwas reingeladen habe, das sind magische lange Plot-Zeilen, werden wir nachher ein Beispiel noch sehen. Dann guck mal Show Plot und dann kann ich das hier abmausen und sagen, jetzt will ich das Plot-Kommando ein bisschen verändern, ja. Weil das habe ich jetzt in meiner History ja zunächst mal nicht drin. Außer ich habe es eben, weil es, ja, da sind viele Kommandos drin, die. Aber abspeichern. So, jetzt wollen wir damit, sagen wir, ey, das ist neuestes Forschungsergebnis, wollen wir jetzt wirklich mal PostScript oder PDF haben. Immer wenn ich hier drin Q mache, kriege ich das Fenster weg und bei einem Replot oder Plot wird es wieder neu aufgemacht, dann seht ihr mir auf dem Bildschirm. Jetzt kann man hier sagen, Show, haben wir schon, er sagt es am Anfang auch, mein Terminal ist irgendwas. Kann ich mal Show Terminal, irgendwas mit QT von 20,9. Und jetzt kann man sagen, Set, wenn es ein Show gibt, gibt es auch ein Set. Und bei vielen Kommandos, wenn er nicht weiter weiß, dann gibt es manchmal auch Hilfen. Ist nicht immer intuitiv, aber Set Terminal, ich habe da jetzt Möglichkeiten zur Auswahl von Kaka MTech. Wer kennt noch MTech? Das ist eine Weile her. Also für Tech gibt es ganz viele Ausgabemöglichkeiten. Man kann dann irgendwie LaTeX, EPS. Ich habe nur Set Terminal. Wenn man nur Set Terminal sagt und vergessen hat, was für ein Terminal man setzen möchte, ist bei manchen Kommandos klappt das, dann sagt er, da gibt es jetzt Auswahl und das ist jetzt auch so mit einem More, da kann ich hoch und runter scalen. Ja. Und da gibt es zum Beispiel, man kann ein GIF-Bild machen, man kann auf einen HP-Plot oder auf einen HP-Desk-Chat das ausgeben, so einen alten Tintenpinkler, HP-GL, das ist, wo Knoblot wirklich herkommt. Das ist wirklich erstmal für so Stiftplotter gemacht worden. Ich habe ein Blatt Papier und so ein Gerät, das mit einem Stift in X- oder Y-Koordinaten malen kann. Und eine der klassischen, ich habe sowas noch daheim stehen mit 8 Stiften, Blatt Papier rein und sagen, mal mir mal hier und da mit 8 Stiften irgendwas. Und dafür kommen auch diese ganzen Liniengrafiken, dass es heute mehr kann und Flächen ausfüllen und 3D rotieren, neumodischer Kram. Aber das gibt es seit 20 oder 30 Jahren, ja. Das hat was manchmal. Wenn es tut, man kann JPEGs machen, man kann LaTeX-Picture-Umgebung, wer das kennt. Für LaTeX gibt es aber eben besser. Es gibt mit PostScript LaTeX und sowas. Man kann TickZ, ganz high-tech, also ist einfach alles da, was man so haben möchte. Wenn man ein Android ASCII-Terminal hat, dann kann man tatsächlich hergehen. Oder ein X-Terminal, dann kann man Folgendes machen. Jetzt kann man sich ein anderes Terminal wünschen. Set Terminal X11. So. Das darf ich jetzt machen. Jetzt mache ich nochmal Plot Sinus von X. So sah das immer aus. Das ist so das klassische X11-Terminal. Welche von den Dingern da sind, hängt davon ab, wie es kompiliert wurde. Beim Bauen von Knoblot muss man muss Bibliotheken haben, zum Beispiel fürs PDF. Wenn man keine PDF-Library hat, dann baut er das nicht mit rein. Dann PostScript kann er immer, das ist bloß ASCII ausgeben. PDF ist komplizierter. Wenn man keine Qt-Bibliothek hat, wird es nicht reingebaut. Das heißt, es hängt auch von der Distribution ab, was angeboten wird. Wenn der Mensch, der eure Knoblot gebaut hat, sagt, oh, QT habe ich nicht, mag ich nicht, brauche ich nicht. Gibt es nicht, aber es gibt mehrere X-Window-Ausgabemöglichkeiten, im Normalfall 3. Was hier auffällt, ist, es gibt keine Knöpfe. Ich weiß nicht mehr, ob es hier ein H gibt es auch. Gab es auch nicht immer. Und da muss man halt wissen, dass man irgendwie mit Previous und Next, also das Zoomen funktioniert trotzdem mit der Maus, aber halt diese Zoom-Knöpfe da oben gibt es nicht. Aber ich kann hier wieder reinzoomen und reinzoomen mit P, Previous. Rechten Maustaste das erste Mal klicken, ist der linke Punkt. Ich klicke einmal rechts, habe sie wieder losgelassen. Fahre jetzt mit der Maus anders hin und klicke nochmal rechts. Die mittlere Maus, sind immer alle drei Maustasten machen was. Einfach mal probieren, aber man kann irgendwo einen Punkt hinsetzen, sagen, was ist das für eine Koordinate. Und die linke Maustaste war, weiß ich gerade nicht.
Es gibt andere lustige Knöpfe da drin, was ganz praktisch sein kann, wenn man irgendwo hinfährt und ein R macht, kriegt man einen Ruler, so ein Fadenkreuz. Und man merkt, dass sich den Punkt, den er unten zeigt. Und wenn ich jetzt weiterfahre, dann kriegt man unten, ihr seht es ganz rechts bei Distance, merkt man, wie weit ich jetzt in X- und Y-Richtung, das Fenster ist zu klein, Moment, wir machen das Fenster mal größer, damit man das ganz lesen kann. Ah. Also hier ist dann die Distanz ungefähr 0 von dem Punkt. Jetzt fahre ich darüber und das sind ungefähr 3,1, wenn es richtig gemacht ist, 3,141. Ich bin jetzt Pi weitergegangen oder 2 Pi weiter oder von hier ungefähr 0 bin ich hier jetzt ungefähr 1 nach oben. So kann man mal geschickt Sachen ausmessen. Das kann ganz praktisch sein. Also das ist halt dieses normale X11-Terminal. Man kann sagen Z-Terminal WXT irgendwas. W reicht, gibt nur einen. Und das sieht wieder so ähnlich aus. Terminal. Ah, wenn man vorher mal QT, fragt mich nicht, weil wenn man vorher ein QT-Fenster auf hatte, was er defaultmäßig macht, dann weigert er sich nachher so ein WXT, die beide gleichzeitig kriegt, irgendwie nicht auf die Reihe, keine Ahnung. Manchmal ist nur das eine, sieht aus wie ein X-Fenster, wo man drin rumklicken kann, wo wir die Linien kommen. Set. Können wir mal probieren, wobei ich nicht weiß, was ich damit anfange, das ist neumodisch, aber wir machen die mal ein bisschen durch. So, also. Das ist für die Grafik. Jetzt wollen wir das mal woanders hin ausgeben und da gibt es jetzt ganz viele, wir gucken mal wieder, was es alles Tolles gibt. Allgemein auch für Tech und sowas würde ich empfehlen oder für fast alles entweder ein PostScript oder eine PDF-Datei ausgeben. Weil PostScript und PDF kann man direkt drucken. Das ist ein relativ bekanntes Format, da können noch mehr Dateien mit umgehen, man kann es auch in Tech einfach einbinden. Ticks muss man angucken, ist schon wieder ein bisschen spezieller, hat aber natürlich auch Möglichkeiten. Im Allgemeinen würde ich für fast alles raten, wenn man Ausgaben macht bei Vektorformaten, also wenn ich jetzt ein PostScript, PDF, Ticks und ganz viele von diesen Sachen, dann mal, oder SVG gibt es sicher auch irgendwo drin, und was weiß ich alles, dann malt er wirklich eine Linie als Linie. Das heißt, ich kann da reinzoomen und rauszoomen und die Grafik hat einfach eine gute Qualität. Die Schrift ist als Font drin, was immer das einzelne Grafiktool PostScript, PDF dann macht. Wenn ich das als PNG, JPEG, GIF irgendwas mache, dann macht er mir 400 mal, wie viel Pixel ich mir auch immer angebe, dann kommt irgendwas Gepixeltes raus. Und da ist natürlich, wenn ich da reinzoome, da werden bloß die Pixel größer. Ja? Das heißt, ich habe keine Linien mehr, sondern irgendwelche Treppenstüflein und Pixelkram. Die Schrift ist genauso so viel Pixel. Wenn ihr das am Schluss in eine Abschlussarbeit reinmachen wollt, dann habt ihr immer zu wenig Pixel, dann sieht es gekrümelt aus. Also für alles, was ein bisschen Qualität und irgendwann mal auf den Drucker soll, macht Vektordaten. Also ja, muss man im Einzelnen angucken. Also die Kommentar war, dann gibt es Fontprobleme und sowas. Bei dem richtigen PDF darf das eigentlich nicht passieren, weil ein gutes PDF können alle Fonts rein embedded. Nicht wirklich bei Fonts. Ich wünsche mir mal einen Font und hoffe, dass der Drucker den hat. Also SVG ist da vielleicht eine Sache. Ja, das ist, man kann ja sagen, hier nimm SVG und dann steht sicher drin, macht den Text, muss man angucken. Durchprobieren. Also da bin ich mir nicht so richtig, was das tollste Format ist, um es in einem Vektorprogramm. SVG kann man mit Inkscape editieren, tolle Sache, wie immer ich dann weiterkomme. Fangen wir mal klein an. Also wir haben irgendwie Set. Was ist unser Plot? Das ist immer noch hier, Set Terminal QT. Das sieht irgendwie so aus. Jetzt machen wir Set. Terminal PostScript. Das ist mal total einfach. Wenn man jetzt Programm trägt, PostScript. Das hat schon mal besser getan. PostScript kriegt man schon wieder ganz. Was hat er jetzt wirklich gemacht? Bei QT hat er nur gesagt, ich habe QT mit einem Font Sans 0,9, also irgendein Sans-Serif-Font mit wahrscheinlich 9 Punkt. Bei PostScript kriegt man viel mehr Parameter. Wenn man dann guckt, dann kann man sagen, Landscape. Dann kann ich für Portrait angucken, Enhanced, Monochrom, Color Text, bla bla. Hier, irgendwas Helvetica 14, Font Scale. Alles, was da drin steht, Line Width, kann man jetzt mal rumspielen, in der Doku nachlesen. Und jetzt kann ich einfach sagen, mach mir das gleiche Plot-Kommando nochmal. Oder was ich in so einem Fall mache, ich Plot-Kommando kann kompliziert sein, ich sage Replot. Wenn ich das mache, sehe ich hier meine PostScript-Datei.
ist zwar eigentlich hübsch, aber auch nicht so was mal. Und dann hinten mit der PostScript-Stroke, ich mal die Linien irgendwie, da passiert sind, Keystroke und Showpage, macht die PostScript-Seite. Ist blöd, dass es jetzt hier auf dem Bildschirm rausquillt, da will ich es natürlich nicht haben. Für alles, was man in der Datei haben möchte, muss man sagen, macht das in Output mal in irgendwie eine Datei, zum Beispiel so wie mein Save-File hieß, .ps. Das sind die letzten Ausgabezeilen von diesem PostScript-Output. Ah, das war jetzt ein PostScript-File mit nur einer Seite, weil wenn ich nochmal Plot gemacht hätte, hätte er eine zweites Plot-File, eine zweite Seite angelegt, werden wir gleich sehen. Jetzt habe ich gesagt, tu den Output in die Datei sinus.ps zum Beispiel. Ich hatte ja noch keinen Dateinamen angegeben. Ah, man könnte... Nein, ich habe jetzt... Erst hat er die Sachen auf dem Bildschirm ausgegeben, habe ich gesagt, ach, ich hätte sie aber ganz gerne in einer anderen Datei. Ich habe nur einen Dateinamen. Aber können wir angucken. Ich habe hier schon ein paar Mal zur Shell-Kommandos. LS kennt ihr nicht, aber man darf mit dem Ausrufezeichen sagen, mach mir mal kurz eine Untershell auf und das LS. Und man sieht, es gibt eine Datei sinus1.ps. Hey, sie ist ja schon da. LS-L zeigt mir auch, so richtig viel ist noch nicht drin. Es sind noch 0 Byte. Ja, ich habe jetzt nur gesagt, ich hätte gerne eine Output-Datei. Jetzt muss ich noch sagen, was mache ich denn mit der Output-Datei? Und mit der Output-Datei kann ich jetzt Plot Sinus von X, aber ich weiß ja gar nicht, was ich geplottet habe, deswegen einfach replot. Ich hätte gerne das, was ich jetzt so toll gestylt, designt habe, plot's mir nochmal. Jetzt haben wir Glück gehabt. Es hätte immer noch 0 Byte sein können, je nachdem, wie viel er rausschreibt und ob das schon mehr wie viel Kilobyte sind. Aber hey, da steht was drin. Und ich kann dann auch mal hinten nachgucken, Ausrufezeichen, zeig mir mal die letzten Zeilen an. Ah, bis zum Showpage. Ne, hätte auch anders sein können, aber egal. Und jetzt mache ich, machen wir das Plot-Kommando, jetzt machen wir ein zweites Plot-Kommando, Cosinus von X. Und sind da 2 drin. Und jetzt sehe ich nichts mehr auf dem Bildschirm. Und jetzt kann man dann Unset-Output zum Beispiel sagen. Also der einfachste Weg zurück, jetzt will ich ja vielleicht wieder mit meiner Grafik weitermachen, ist wieder, ich hätte jetzt gerne mal wieder mein Terminal QT. Dann, QT irgendwas und jetzt ist immer nichts passiert, weil ich jetzt sage, und stell mir bitte wieder was da. Ja. Und dann kriege ich hier wieder meine Grafik und jetzt hat er gesagt, weil ich auf das Terminal geschaut habe, und ich schließe mal wieder den Output, weil da geht ja jetzt nichts mehr rein, jetzt geht es ja wieder aufs Terminal. Und dann, wenn man guckt, jetzt haben wir hier eine Datei, die ist ungefähr doppelt so groß wie vorher und jetzt kann man sich die dann mal angucken. Achso, das könnte ich ja auch in Knoblauch, dann sieht man es in der History. Ghost View, Sinus-Datei angucken. Und das ist der erste. Und das ist der zweite. Was da dann immer total schade ist, in diesem blöden PostScript-Treiber, ist alles schwarz-weiß. Und wenn man genauer hinguckt, was man jetzt noch nicht sieht, ist eine dünne und dicke Linie und alle Seite wird gestrichelt und gepunktelt, damit man die Linien unterscheiden kann. Ihr könnt wahrscheinlich die beiden Linienstärken auch noch weniger unterscheiden. Also ich sehe hier mal eine dicke und dünne Linie, aber klappt nicht so richtig gut. Deswegen, wo ich Set Terminal PostScript gemacht habe, so hat es der Programm immer, er sagt es einem auch, wenn man genau hinguckt, monochrom. Hat er einem ja gesagt. Deswegen, irgendwann geht ins Rückmarz PostScript Color. Und wenn man dann noch mehr guckt, dann sieht man irgendwie, da ist was mit Dash und sonst was. Solid, was man immer abkürzt, aber ich schreibe es mal hin, dass man das dann in der History fängt. Color, Set, PostScript, Color, Solid ist ganz wichtig. Dann macht das farbig und macht dann alle, weil ja jetzt habe ich ja farbig unterscheidbare Linien, jetzt brauche ich die nicht gestrichelt, gepunktelt, getüpftelt haben, sondern ich hätte die alle durchgehend, aber bunt. Und der Rest ist vielleicht wieder nicht so richtig. Man kann dann Fontgrößen angeben. Das geht dann in die Richtung, wenn ich dann das Bild, jetzt, das ist, PostScript geht erstmal auf eine A4-Seite, macht eine relativ kleine Beschriftung. Wenn ich das dann auf A5 irgendwie in ein kleines Dokument vielleicht noch halbseitig reinmache, dann wird die Schrift dadurch immer mit skaliert. Dann kann ich hier sagen, mach mal eine größere Schrift. Das ist immer schwierig. Man muss ein bisschen die Zielgröße als Vorgabe haben, um das zu machen. Das ist aber nicht schlimm. Und dann gibt es ja ein Vollscale, weil man hat ja abgespeichert, mit welchem Kommando die Grafik gemacht hat. Wenn man dann später merkt, oh, ich hätte es jetzt gern größer, kleiner, irgendwie, dann starte ich Knoblauch nochmal und sage, ich hätte jetzt gerne ein PDF, ich hätte jetzt gerne ein whatever und macht es ein bisschen kleiner oder größer, macht es auf das Format, das ich haben möchte, Set, Größe, was auch immer und dann mache ich einen Replot in die Datei und dann kommt es nochmal in genau der Auflösung raus, wie ich es dann vielleicht in mein Tech-Dokument einbinden möchte, ja? Kann man das auch automatisieren? Ja, aber natürlich, in jede Menge Hinsichten. Also das eine, was man natürlich machen kann, ist, man macht, wir haben ja schon gesehen, das Knoblauch selber ist dann irgendwie eine ausführbare Datei sein.
Das heißt, ich kann jetzt im Knublot sagen, lass das laufen und kann da noch ein Z-Terminal vorschreiben. Man könnte Knublot aufrufen, wirklich mit Knublot. Steht irgendwo eine Manpage, die ich komisch weiß nicht. Minus E, Z-Terminal PDF, wenn man mal das ist, gut ist. Minus E und dann load Sinus. Moment. Z-Terminal PostScript. Mal gucken, ob das geht. Na, da muss ich. Und load, wie hieß meine Datei? Sinus, irgendwelche Gänsefüßchen, also die ist GP1. Aber mit minus E kann ich noch ein Kommando, wenn ich das dann mache. Also so wie SED minus E oder execute, ja. Dann hat er jetzt erst Z-Terminal PostScript gemacht und dann ist geladen und schon blubbert mir und jetzt muss ich noch vorher noch ein Kommando Z-Output minus E. Z-Output groß PS zum Beispiel wird bei mir ganz gerne genommen, wenn es eine PostScript-Datei sein soll. Dann lässt der Knublot laufen mit den drei Kommandos und es gibt eine Datei groß PS. Wäre eine Möglichkeit. Wir haben vorhin eine andere gesehen. Auch zeigen. All.dem. Load dieses, load jenes, load irgendwas. Das heißt, man macht einmal oben hin Z-Terminal, Z-Output, Z-irgendwas. Dann macht man load erste Datei, load zweite, load dritte, load vierte. Und dann kommen die alle hintereinander weg in den PDF zum Beispiel. Wenn ich 10 Seiten Messdiagramm habe, dann mache ich Z-Output-Messprotokoll.pdf. Load erste Messdatei, load zweite Messdatei, load dritte Messdatei oder einmal load irgendwas und dann noch mehrere Plot-Kommandos. Das kann man beliebig viele Dateien hindern und dann macht man einmal load auf dieses mach mir meine Bilder, wofür auch immer. Und wenn man das Set-Terminal drin hat und Set-Output, dann führt er das auch aus. Deswegen sind die auskommentiert in genau in dem Sinus schon drin. Ja, das ist hier oben. Auch das Set-Output steht zwar noch, wenn ich schon mal einen, Jetzt machen wir nochmal Save. Sinus. So hatte ich es ja vorher mal abgespeichert. Jetzt machen wir Knublot 2. Und gucken uns das an. Na, im Knublot habe ich gesagt, für die History. Sinus 2. So. Jetzt hat er sich da gemerkt, was mein letztes Terminal war. Jetzt bin ich wirklich Terminal. Als Kommentar allerdings. Und beim Set Output hätte ich jetzt erwartet, dass er sich das auch gemerkt hat. Show. Ach so, weil ich vorher schon aufs andere Show Output Standard oder ich habe es neu gestartet. Set Output Sinus Postscript Z, Postscript 2 zum Beispiel. Irgend sowas. Und wenn ich dann save und dann less guck, dann steht mein Output-Name auch schon drin, aber auskommentiert. Weil sonst könnte ich mit load nicht mehr da was einen neuen Output draus machen. Ja, das sind, die tun einfach ein bisschen weh, wenn man sagt load die Grafik, laut jene Grafik. Aber alle Kommandos findet man drin. Dann kann man auch wieder Help Set Terminal machen, wo einem viel erklärt wird, oder Help Set Output. Also das ist einfach die Quelle, welche Kommandos gibt es überhaupt. Ah, es gibt auch ein Unsort, wofür auch immer. So, Gott. Nee, oder? Ich habe das heute schon ein paar Mal geübt, das ist noch nie passiert. Man darf sie nicht warm werden lassen, glaube ich. Man soll die kalt und schnell trinken. Oder spielt hier jemand mit dem Laserpointer mit meiner Clubmate? Also ich glaube, das für Output... zwei Worte noch. Drei Worte, vier Worte, oh Gott. Also bei dem PostScript muss man halt sagen, ich hätte es gern bunt. Man kann auch Z-Terminal PDF, weil heute ist eigentlich auch PDF-Tech und PDF hier und direkt drucken mit PDF können viel mehr Leute umgehen. Kann jeder unter Windows angucken, jeder Browser kann das angucken. PostScript ist aussterbend. Da sagt er ein paar weniger Parameter. Machen wir Z-Terminal PDF, machen wir ein Z-Output Sinus.pdf. Gucken wir uns das einfach auch mal kurz an, machen einen Replot. Und dann mache ich mal Set Terminal QT wieder. Oh, Q ist zu wenig, dann müssen wir QT machen. Bei W hätte es ausgereicht, aber geht nicht. Brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber damit hat er wirklich das PDF rausgeschrieben. Das kommt automatisch bunt raus.
ist ja schon mal ganz nett. Oh. Die Skalierung und die Schriftgrößen sind ein bisschen unterschiedlich. Zum Ausdrucken auf A4 finde ich persönlich das PostScript, den PostScript-Output schöner, besser. Nützt das Blatt irgendwie, gefällt mir besser. Da ist die Schrift zu groß, und, aber ist schon PDF. Was ziemlich ärgerlich ist, meiner Ansicht nach, ist die Farben, die man hier sieht. Die ersten drei Farben sind normalerweise rot, grün, blau, wie auch immer, geht es dann irgendwie weiter. Die hängen vom Grafiktreiber ab. PostScript und PDF, die ersten drei Farben sind immer gleich und danach geht es kunterbunt irgendwie weiter. Weil die Farben sind erstmal nur Stiftnummer 1, 2, 3, 4, 5 und je nachdem, welchen Stift ich in meinen Plotter reingemacht habe, ist es heute noch so kunterbunt wie früher. Man kann das auch definieren, weil ich habe da letztens gelernt, es gibt auch ein Kommando Test, was mir jetzt hier so einen Test, das wirklich nur einmal einen Test anzeigt. Und dann kann man hier zum Beispiel sehen, was die Farben auf meinem Qt-Terminal sind. Es gibt da eine Definition für so ein bisschen. Und aber wie gesagt, PDF und PostScript haben das zumindest früher unterschiedlich gemacht für die Farben 5, 6, 7. Kann man irgendwie definieren. Vor kurzem habe ich, wie gesagt, im Januar dann entdeckt, hey, es gibt ein neues Knublot, hat ein paar schöne Sachen. Und die sind unter anderem jetzt hergegangen und haben... also ich weiß nicht genau, wie es geht, aber in der Version 5 sind sie sich dieses Problems klar geworden und sind hergegangen und gesagt, wir versuchen für alle neuen Treiber, die angepasst sind, die Farbreihenfolge einheitlich zu machen. Coole Idee. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es hier übersetzt habe. Mein Kompilat unter SUSE ist richtig, weil ich dann das Blöde war und jetzt weiß ich nicht, Set Style Help. Und jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Jetzt brauche ich wieder die Hilfeseite, um das, weil man Sachen reinkompilieren kann, die ich dann gleich im ich baue mir das selber und dann weiß ich, wie ich das immer haben wollte, aber muss das gesehen haben. Color Sequence Classic. Es gibt ein neues Kommandoset Color Sequence. Und da sagt man Help dazu. Ja. Und wenn man das normal baut, dann kriegt man Color Sequence Defaults. Und ups. Und wenn man sich noch erinnert, wie das vorher aussah, lassen wir das mal weg, das war so schön mit Rot, Grün, Blau. Das war über 30 Jahre war das Rot, Grün, Blau. Also Stift 1 in meinem Plotter war schwarz, aber egal. Das gab eine rote, grüne, blaue Linie. Und wo ich das Knublot 5.0 das erste Mal neu gebaut habe, alle meine Abbildungen seit 30 Jahren sind darauf ausgelegt, dass hier Rot, Grün, Blau kommt. Coole Technik. Und jetzt sind sie auf die Idee gekommen, wir machen das neu. Gute Idee. Mit Tests sieht man auch, wie jetzt die neuen Farben aussehen. Die meisten Treiber machen dann auch dieses neue Farbschema. Aber es ist völlig inkompatibel zu dem, was ich 20 Jahre lang gemacht habe. Ich dachte erst, kann nicht sein. Ich habe wirklich Millionen von Messdiagrammen, die auch täglich ausgedruckt werden. Aber dann habe ich dann gelernt, nachgesucht. Man schmeißt irgendwas ins Google, falsche Farben und sowas. Und man ist nicht der Erste, der das Problem hat und findet dann ziemlich schnell... Set Color Sequence Classic. Kann man sagen, man kann es in sein Knublot RC reinschreiben, man kann es so bauen, dass es defaultmäßig. Und mein Binary habe ich dann gleich so gebaut, bleibt wie es ist. Aber also, ja, und dann ist es wieder rot, grün, blau. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob jetzt trotzdem in diesem Classic-Modus PostScript und PDF gleich sind, weil für die ersten drei ist gut und ansonsten ist wichtig, dass die Farben unterschiedlich sind. Aber nur als Hinweis, zumindest früher war das üblich, dass jeder Grafiktreiber, jeder Outputtreiber, wenn ihr noch nicht Version 5 habt, ist das eh so. Die ersten drei sind meistens rot, grün, blau oder was ihr einen Stift reingelegt habt in euren Plotter. Alles andere ist mehr oder weniger cool. Das wiederholt sich dann auch. Manche Grafikausgaben können 6 oder 8 Sachen machen, was man hier schon sieht. Wenn ich das vergrößere, ist es auch wieder weg. Das ist das Testing. Was wir noch gar nicht gesehen haben, kommen wir jetzt sofort dazu. Bei Daten, dann kann er so Marken machen. Da ist ein Datenpunkt und die tun dann auch bei jeder Linienvariante, bei jedem Datenfall sich ändern. Der erste macht dann Plus und Sternen, dass man die erkennen kann, was woher kommt, wenn man das so macht. Da so Pattern. Man kann, und die Zahlen ist was, wenn wir noch dazu kommen, Set Line Color 1, 2, 3, 4, 5. Das geht immer erst als mit Zahlen. Oder ich möchte das Füllpattern. Habe ich noch nie gebraucht. 1, 2, 3, 4, 5. So ein Testdiagramm. Kann man eigentlich auch noch nicht probieren. Set Output PostScript Color Solid
nicht Set Output, sondern Set Terminal. Und Set Output Test.ps. Gänsefüßchen zumachen für das letzte muss man nicht. Das ist mal was ganz Tolles. Das ist. Und jetzt machen wir noch ein Set-Terminal. Also wenn es dahinter mit noch mehr Kommandos weitergeht, muss man natürlich schon zumachen, das ist klar. Aber das letzte Gänsefüßchen darf man sich sparen, finde ich toll. PDF, Color und Solid wird er jetzt wahrscheinlich wieder nicht verstehen. Genau, dann sagt er... So, aber ich mache jetzt ein PDF. Das hat er jetzt in die PostScript-Datei reingeschrieben, weil ich nicht gesagt... Okay, nochmal ganz von langsam. Wir hätten gern den Output in PostScript-PF und hätten da PostScript-Color-Solid und plotten einmal Test. Dann machen wir den Output in PDF. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt gleich was drin steht. Set-Terminal-PDF und sagen, ich hätte da auch gerne einen Test. Und dann machen wir wieder ein Set-Terminal-QT. Er hat nicht gesagt, dass er die Dateien geschlossen hat. Ah, aber es gibt Tests. Also, hervorragend. Das machen wir jetzt mit einem richtigen Viewer. Ach so, nur fürs PDF, dann ist auch wieder blöd. Okay. Ghost View, Testpunkt. Das ist ein Shell-Kommando, ist keine Gänsefüßchen. Ja, das stürzt nicht, aber... Hey, hat er tatsächlich gemacht, ja. Terminal Postscript, also so kann man dann sehen, wie die Farben im Postscript sind. Rot, Grün, Blau, die ersten sind also... Nummer 15 ist gelb zum Beispiel. Seht ihr? Ich sehe gar nichts hinter dem Dingens. Und PDF. 15 ist auch wieder gelb. Also zumindest die beiden sind inzwischen gleich. Waren sie am Anfang nett. Ich dachte, also die ersten drei Farben, Rot, Grün, Blau, ist auch früher schon meistens gegangen, aber dann hinten raus ist es kunterbunt und anders geworden. Auch diese Marken werden vom Grafikzutreiber... Wer rührt an meinem Bartel? So. Aber mit dem Test kann man sich so ein bisschen was ausgeben lassen. Geht sogar eine Datei, habe ich auch wieder was gelernt. Datenplotten. Jetzt muss ich kurz spicken gehen. Nein. Okay. 3D-Daten. 3D-Daten. Also ich bin immer 2D-irdisch. Also es gehen da ganz viele irre Sachen. Die einfachsten Daten, das sieht gut aus. T. Welche sind die ersten? Ah. Jetzt gehe ich spicken. Plot GP. So. Ups. Jetzt bin ich irgendwo im Verzeichnis und kann mir, da liegen irgendwelche Daten rum. Dat sind immer Daten. Less i.dat, wenn es wahr ist. Das müssten eigentlich die Daten aus dem Internet sein. Und da kann man sagen, ah, ich habe Daten gefunden im Internet und sage einfach mal plot, Datei. Haben wir jetzt schon einigermaßen Glück gehabt. Ich glaube, zu suggestiv schon gemacht. Der Pinguin sieht ein bisschen gedetscht aus. Das kann man jetzt mit Size und sonst was oder einfach hin und her ziehen. Mit dem kann man jetzt so einiges anstellen. Da war vorher mal die Frage, wenn ich die Achsen vertauschen möchte. Jetzt habe ich wirklich eine Datei, wo genau zwei Spalten drin sind. Und dann nimmt er das Ding als X- und Y-Achse. Wir werden gleich noch andere Sachen sehen. Wenn ich das jetzt anders haben möchte... Macht hier wenig Sinn, aber das ist immer das Problem mit guten Beispielen. Da kann man sagen, nimm mal die Spalte 2 für x und die Spalte 1 für y. Man kann mit using für x, y, z und für noch mehr Parameter, für Fehler, Balken und sonst was, immer der Reihe nach die Spalten angeben. Wenn ich das mache, dann sind eben x und y vertauscht. Nicht so richtig spektakulär für den Teil. Eigentlich sind die Daten, wenn man ganz genau hingeguckt hat, das ist jetzt nicht rotiert, sondern einmal gespiegelt an der X- und Y-Achse, an der Diagonalen eigentlich. Der guckt jetzt, wenn man genau hinguckt, in die andere Richtung. Also, ihr müsst euch das jetzt an der Leinwand so vorstellen. Jetzt guckt er nach rechts. Und wenn ich das nicht mache, aber Details, oder also, und ich habe da immer eins, Default ist, ich nehme die Spalte 1, jetzt guckt er nach links. Weil halt wirklich ist der Spiegel an der Diagonalen, wenn man X und Y vertauscht. Rotation geht anders. Ja.
Ah, ja, die Frage ist, ob es Tricks für die X-Achse oder die Zeitachse gibt. Wie es der Zufall so will, haben, ob, wenn die X-Achse die Zeitachse ist, wie es der Zufall so will, sind Zeitdaten zum Beispiel Tankstellenpreise oder Wetterdaten. Und ja, es gibt Tricks, sehen wir gleich. Also erstens, ich habe eine Datei, wenn da nur zwei Spalten drinstehen, ist das total einfach. Jetzt. Ah, und bei CD muss man Gänsefüßchen eingeben, ist ja ein Verzeichnis. Das ist jetzt Vortrag vom letzten Jahr. Wir gucken Tankstellendaten an und irgendwas. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Hier haben wir Tankstellendaten. Da steht drin, 2013, am September 16, irgendwas um die Uhrzeit, hat der Spritpreis bei mir an der Tanke gegolten. Jetzt haben wir drei Spalten, Datum, Uhrzeit, sonst irgendwas. Also, was macht man damit? Man plottet es. Wie? Ja, mal gucken, da wird man noch viel. Ah, jetzt zeige ich nochmal die Daten dazu. Das ist noch nicht so, wie man es gerne hätte irgendwie. Wenn man das jetzt vergleicht und die Zahlen anguckt, was ist passiert? Ja, er nimmt halt, wie ich gesagt habe, wenn da zwei Spalten sind, dann nimmt er die erste für x, die zweite für y. Wenn da drei Spalten sind, nimmt er die erste für x, die zweite für y. Und die dritte für whatever, haben wir jetzt noch nicht gesagt, was er mit der dritten Spalte machen soll. In der ersten Spalte steht halt 2013. Minus, keine Ahnung, also da ist offensichtlich die Zahl immer 2013 oder 2014 oder 2015. Und in der Spalte, zweiten Spalte, da stehen offensichtlich so Zahlen zwischen 5 und ja, meistens 23, 24 Uhrzeiten, Stunden. Weil er jetzt nicht weiß, was er mit dem Zeugs umgehen soll. Ah. Auch eine. Die Frage ist, ob der Separator immer ein Whitespace ist oder das frei wählen kann, wie ich vor nicht. Also, ich bin lange davon ausgegangen, das war vielleicht auch in den ersten 10 Jahren so, dass das Whitespace ist. Man kann das wählen. Zeige ich nachher nochmal später. Also, ah. Also wenn man zum Beispiel, es gibt viele Dateien, so Komma, Separated Values und sowas. Und wenn man dann Help, ich glaube CSV macht er nicht, aber... Und bei lustigerweise, wenn man Help Separator macht, weiß er trotzdem, dass man eigentlich, dass es eigentlich Set Data File Separator heißen würde. Und dann kann man ihm sagen, macht zum Beispiel ein Komma, ein Tab, ein Whitespace und irgend solche Sachen. Man kann tatsächlich hergehen und sagen, Help. Jetzt reicht das aber bei 3D-Daten nicht. Das kommt jetzt drauf an. Das ist ja X, 3D-Daten können X, X, Y, Z sein und nochmal X, Y, Z. Also auf 3D kann ich nicht eingehen, gibt es ja auch Beispiele drin, haben wir schon gesehen, das kann eine Fläche sein, also ein Volumen komplett ausfüllen, ich weiß nicht, was es da an Grafiken inzwischen gibt. Ich bleibe bei Linien und Punkten und sowas, da geht auch schon schöne Sachen. Weiß ich jetzt nicht auswendig, muss man wirklich in der Doku oder in Beispielen gucken. Aber man könnte jetzt wirklich sagen, Set, Data File, Separator, zum Beispiel auch ja, irgendwelche Kommas, reicht oder wirklich Komma ausschreiben und dann kann man so CSV-Dateien direkt plotten und machen und die andere Methode, die ich weit lang gemacht habe, da kommen wir jetzt auch. Ja. Man kann hier nicht nur Dateien angeben. Nochmal. Andersrum. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück und mache das Beispiel. Aber jetzt will ich erst nochmal. Die Uhrzeit. Also jetzt haben wir drei Spalten: Datum, Uhrzeit, irgendwas. Und man kann ihm dann sagen: mal das Save-File durchlesen, da steht alles drin, was man setzen kann. Ah. Und dann kann man jetzt zum Beispiel mal. Jetzt bin ich. Datum, Date, irgendwas, dat. Ah, dat könnte ein bisschen allgemein sein, mal gucken. ID 4. Das ist irgend so ein Save-File. Set X-Data, X-Data Time. Ah, oder man sucht nach Time in so einem gespeicherten File und hey, es gibt. Das ist jetzt schon ganz zufällig, also wenn man das normale abspeichert, Moment, ich gehe nochmal geschwind. Das ist jetzt sehr suggestiv, weil das habe ich schon vorbereitet. Für meinen Sinus, wenn ich Time in dem Sinus abgespeichert habe, GP1, dann sieht man, es gibt ein Kommando Set Time Format. Jemand, der mit Unix und dem Date-Kommando umgeht, hat das vielleicht schon mal gesehen, so Prozent Date, Month, Year und Slash. Da kann man sagen, wie das Format ist. Und irgendwas Date findet man nicht, okay. Man muss dann ein bisschen, also okay, Time und irgendwas, und dann liest man sich das Help-File durch. So, zurück ins,
Das heißt, was ich machen kann, nochmal zeige, wie die Daten hier aussehen. So. Also ich Set Time Format haben wir schon gesehen, bloß das, was als Default eben drin ist, passt nicht so richtig. Da kann ich sagen, das geht los mit Prozent groß Y, vierstellige Jahreszahl, ist in der Doku erklärt, oder Mandate und sowas. Prozent Monat, Prozent Day, Leerzeichen, HMS. Hour, Month, Second, das ist ein Datumformat Strings für Unix. Da kann ich sagen, so sieht mein Zeitformat irgendwie aus. Dann muss ich ihm noch sagen, set x data time, dass jetzt meine x-Daten nicht normale xy-Koordinaten oder sowas sind Zahlen, sondern mach da mal die Zeit draus. Aber du sagst jetzt nicht die Spalten. Das heißt, wenn ich jetzt. Ich habe jetzt erst nur mal gesagt, mein Zeitformat, wenn da ein Zeitstring kommt, ist das das Format. Dann habe ich ihm gesagt, in den x-Daten ist eine Zeit drin. Und jetzt sieht man ja erste, zweite, dritte Spalte, wenn ich das jetzt richtig mache, jetzt kann man. Ich habe ja vorher gesagt, wenn ich jetzt plot E-Sender sage, dann sagt er auch, oh, need full using spec for x time data. Weil er jetzt hier eine Zeit hat, jetzt will er wissen, in welcher Spalte steht denn das. Vorher war das optional, er hat dann immer die erste Spalte für x, die zweite für y. Warum er jetzt nicht die erste automatisch für x nimmt, weiß ich nicht. Man muss jetzt sagen, nimm die erste Spalte und als y-Daten die dritte Spalte. Es ist nach wie vor Spaltensimulator, sind die Spaces, das heißt, das ist die erste. Fang mal. Das heißt genauer, fang mal mit der ersten Spalte an und nimm das alles als Zeit. Vielleicht kann man auch angeben, nimm die erste und zweite, weiß ich nicht. So funktioniert es und nimm die dritte Spalte als Y-Koordinate und irgendjemand hat vielleicht letztes Jahr dieses Diagramm schon mal gesehen. Spritpreise über die letzten 2 Jahre. Und da dann reingucken, jetzt kann man dann das Spiel machen, das ich auch letztes Jahr schon gemacht habe, jetzt kann man einfach reinzoomen. Ja? Also das ist jetzt, man hat mal irgendwie gemerkt, das ist nach Einführung, wir melden unsere Spritpreise. Nach einem Jahr, September 13, hier ist irgendwo September 14, nach ziemlich genau einem Jahr war der Präsident von ADAC mal in der Tagesschau und hat erklärt, dass das ein voller Erfolg war mit dieser Meldepflicht, weil jetzt der deutsche Autofahrer viel günstiger tankt und die Spritpreise unheimlich runtergegangen sind. Ja, sehe ich. Hat sich jetzt unheimlich viel geändert. Also damals ist es ein kleines Gezappel und hier ist es, wenn ich das dumm mache, noch viel teurer geworden. Aber auch schon, also ich habe Spritpreise aus eben rein monetären und egoistischen Erwägungen schon immer beobachtet, weil ich relativ viel Auto fahren muss und dann immer abends getankt habe. Weil ich gemerkt habe, abends ist billig und morgens ist teuer. Das war auch schon vor dieser Meldepflicht so. Und nach einem Jahr war das immer noch so, abends ist billig, morgens ist es, nur ist es noch schlimmer geworden, es ist von 1,30 auf 1,45 jeden Tag 15 Cent. Der ADAC-Präsident hat auch gesagt, dass die Marktwirtschaft hat gegriffen und hat die Preise reguliert. Ja, abends um 6. Ich wollte rauskriegen, wann war das so, jetzt kann ich wirklich hier sehr bequem mit der Zoom-Lupe reinzoomen und dann sehen, ah, hier irgendwo 15 Uhr, 0 Uhr, das ist relativ grob, dann zoome mal nochmal rein und irgendwie nochmal rein, dann sehe ich wirklich zwischen 18 und 18.15 Uhr oder, ups, 06, Moment, einmal zurück. Zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr, jetzt ist es 18.04 Uhr und 18.06 Uhr und wenn ich zu weit reinzoome, dann ist es zwischen 18 Uhr wussten wir ja schon. Er macht halt immer das so, wie es ungefähr passt, zwischen irgendwas 6 Minuten und 6 Minuten 10. Ja, das ist also zwischen 6 Minuten und 6 Minuten 10 Sekunden wurde gemeldet, ich habe den Preis geändert, das bedeutet der eine Punkt. Deswegen kann ich reingucken und dann wird es halt irgendwann wieder, das ist der Meldezeitpunkt um 22 Uhr, was haben wir gemeldet, hey, wir machen den Sprit wieder teuer, 20 und 6. Das sollten wir vorher getankt haben. Also bis dahin war es billig, hier ist teuer. Ah. Da hat mich auch mal jemand bei diesem Tankvortrag nicht mehr darauf hingewiesen, die Darstellung ist doch völlig Quatsch. Weil hier so, der Preis wird ja nicht langsam teurer und so soll man das nicht darstellen. Hat er völlig recht. Gibt einen Grund dafür, wie man es richtig darstellen möchte, möchte ich mal zuerst zeigen. Set, man kann sagen Set Data Style. Auch dafür gibt es dann wieder ein Help, oder Set Style Data. Das, die Reihenfolge hat sich mal umgeändert von Version 3 nach 4 oder irgendwas. Show Style Data. Plotting Styles. See, Plotting Styles. Ah. Also Help Plotting Styles. Was kann ich alles darstellen? Ich zeige nochmal, wie das Bild vorher ausgesehen hat. Das nennt sich Lines Points. Das ist ja, er malt Linien und die Punkte hin. Ich kann sagen, mal nur Linien, mal nur Punkte, mal Error Lines, dann macht er nur so Error Balken.
durchspielen, Beispiele angucken. Und wenn man die dann alle durchprobiert hat, wird man auch feststellen, auch das darf man erkennen, es gibt Steps. Dann sieht es so aus, von hier bis hier gilt dieser Preis und gilt dieser Preis und jener Preis. Na, kriege ich meinen. Und jetzt muss ich mal einen Show Plot. Achso, das Plot-Kommando hatte ich ja eigentlich schon. Plot. Nein. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich die gleiche Datei. Wenn ich die gleiche Datei nochmal plotten möchte, muss ich den Dateinamen nicht nochmal angeben. Kann total nett sein. Vor allem, wenn Dateinamen oder was da drin steht, komplizierter ist. Zu kompliziert können wir. Nächstes Mal, mal gucken. Mache ich das gleiche nochmal, 1.3. Ich kann auch hier ganz viele Sachen angeben, Beispiele angucken. Ich kann sagen, ich hätte jetzt gern einen anderen with points. WP würde reichen. Mal mir das gleiche nochmal, aber diesmal, und hier sieht man immer, was er plottet und wie es dargestellt wird. Einmal mit roten Linien und Punkten. Hier seht ihr die grünen Kästchen besser wie ich, bei mir kommt das ganz schlecht raus. Dann sieht man wirklich hier, wurde der Preis gemeldet und der gilt dann eben so lange, die Steps machen es dann schon, ab da male ich eben so eine Treppenstufe hin. Warum mache ich das so? Um zu zeigen, man kann es auch falsch plotten. Und jetzt kann ich auch hier vorne, ich darf das immer explizit hinschreiben, with Steps, so sieht es jetzt aus. Und hier kann ich zum Beispiel Line Color 3, ich hätte gern da eine andere Linienfarbe, 3 ist rot, grün, blau. In meinem alten Farbschema, das ich im Rückenmark habe, macht halt blaue Kleckse. Und hier hinten sage ich jetzt nicht with steps, sondern with f-steps. Jetzt würde er die Stufen in die falsche Richtung malen, was für die Benzinpreise völliger Quatsch ist. Hier wurde gemeldet, wir haben einen neuen Preis. So ist es falsch. Sieht so aus. Man sollte aber nicht alles als Treppenstufen malen, weil in einem meiner früheren Leben habe ich mal so Smart Meter, so Energiezähler Sachen gemacht. Da kommt auch immer wieder ein Messwert und sagt, ich habe wieder den Strom gemessen. Und dann haben die das genau so mit irgendwelchen Webinterfaces gemalt und haben so Treppenstüpfchen gemacht. Ich habe hier den Stromverbrauch gemessen. Das war jetzt so und so viel. Aber da ist es natürlich nicht, ab jetzt habe ich so viel Strom in die Zukunft gemessen bis zum nächsten Messpunkt, sondern ich hatte seit dem letzten Messpunkt sowas gemessen. Und wenn die Abstände irgendwas bedeuten, dann habe ich irgendwie mal ganz wenig gebraucht, weil die waren immer in Zeiten, das Diagramm war einfach grottenfalsch, das kann nicht sein. Und dann habe ich geguckt, und wie würde ich das mit Glueplot darstellen, meine Steps sahen genauso falsch aus. Man muss sich wirklich Gedanken drüber machen, wenn man schon Treppenstufen macht, die richtig zu machen, ob der eben der Punkt nach vorne oder nach hinten gilt, Steps und F-Steps. Ich habe weder das eine noch das andere gemeldet bei meinen Sachen. Also jetzt wieder zurück. Bei mir sah es nämlich ganz anders aus. With Line Points. Ich habe das so gemalt und nicht etwa, weil ich das nicht richtig oder falsch machen wollte, sondern wenn man ein Diagramm malt, ist es ganz schön und geht es irgendwie. Ich habe aber so schöne Plots, bin ich im richtigen Verzeichnis? Ja. ID.gp 1. Das sind jetzt so Beispielplots von diesem ganzen Tankstellenzeugs. Da hat er sich den Zoom gemerkt, zoomen wir einmal raus. Das sind jetzt mehr Daten, deswegen mein Notebook ist zu alt und zu langsam. Wir arbeiten dran. Was man hier sieht, sind Tankstellendaten von 650 Tankstellen über diese 2 Jahre. Und weil immer wieder mal Tankstellen melden, ich verkaufe jetzt meinen Sprit für 9,99, gibt es also Zacken nach oben und er stellt halt die fortmäßig bei der Skalierung erstmal das so dar, dass es alles gut passt. Wenn in der Tankstelle an der Tanke halt steht, ich biete meinen Sprit jetzt für 9,99 an, heißt wahrscheinlich Tank leer oder ich mag gerade nicht oder ich bin gleich zurück, whatever. Deswegen muss man halt so ein bisschen reinzoomen und gucken. Wenn man so eine darstellt, das sind jetzt 650 Linien übereinander gemalt. Wenn das jetzt alles so Rechtecke wären, dann würde ich hier zum Beispiel sehen, dass die 2 Rechtecke, die gehen mit dem gleichen Preis los, weil die immer ja 1,59, 1,49, 9. Dann sieht man viel weniger Linien, weil die alle in den gleichen Rechtecken sich übermalen. Man kriegt weniger Informationen. Wenn ich hier reingucke, sehe ich unheimlich viel. Ich sehe Dichten und wo es viel rot ist und wenig rot und sowas. Man kann dem Ding deutlich mehr rauslesen, wenn die Linien wild durcheinander laufen, wenn man weiß, was es bedeutet. Ja, dieser Punkt bedeutet, ab hier kostet so viel, bis es da halt irgendwo wieder runtergeht. Und ich sehe
wo es irgendwie ist. Völlig falsche Darstellung, aber man muss wissen, was man macht. Wenn ich das als diese Steps da, aber könnt ihr es mal probieren. Jetzt sagt man hier einfach Set Style Data Steps und das ist ein Style. Man wird ein Stück weniger sehen, ja. Man hat deutlich weniger Informationen, auch wenn es bunt ist und sowas, ist eine schlechte Darstellung, wenn man unheimlich viel Zeug reinschmeißt. Da hat man lauter Quadrate, wo geht's hoch, runter, links, rechts. Deswegen habe ich die völlig falsche Darstellung von meinem Tankstellendatengerät, einfach weil ich mehr sehen kann und weil ich weiß, was es bedeutet. Also dafür vielleicht so viel dazu. Der Schnitzel wecken wartet. Das jetzt. Vorm Schnitzel die Zentimeter habe ich jetzt auch noch nicht aus. Also mit der Skalierung kann man so Sachen machen. Man kann Help Set. Man kann mit dem Set Scale ganz explizit sowas Sachen angeben. Das hängt auch vom Druckertreiber natürlich ab. Den PostScript sage ich erst auch nur, mache die PostScript-Datei. Und da kann man Skalierungsfaktor, muss es wirklich durchprobieren. Das kriegen wir jetzt so. Also doch, also ist kein Hexenwerk. Man druckt sich einmal aus, macht einen Skalierungsfaktor für das, was man abgemessen hat. Nein, aber man macht immer die gleichen. Also der PostScript-Treiber geht defaultmäßig auf A4, Set Terminal PostScript, mal gucken, was bietet er uns alles. Viele Treiber sagen dann auch, wie groß irgendwas werden soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Set Terminal JPEG oder PNG, keine Ahnung, dann sagt er, er macht jetzt so und so viel mal so und so viel Pixel. Der PostScript-Treiber hat eine Default-Größe, die man ihm sagen kann. PAL, FUNC-Parameter. Ich sehe es jetzt hier bei den Parametern nicht. Man kann es auch noch angeben, die einem nicht verrät. Help set terminal PostScript. Size, Unit. Ja, ich kann ihm jetzt sagen, mach das Plot-Format 10 auf 10 Zentimeter, 15 auf 20 Inches und noch einen Skalierungsfaktor und einen Rand und Gott und die Welt. Also unendlich viel. Ja, man kann es. Nein, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ist sicher kein Hexenwerk. Ja. Wobei das erstmal die ganze Plotgröße natürlich macht. Da ist dann der Rand und alles wieder mit drin und Title. Das heißt, aber den Rest wird man auch hinkriegen. Auch das haben die. Also es steht alles in der Help-Datei drin. Auch das hier. Deswegen die Help-Datei mal durchlesen. Die ist nicht so lang wie die 150 Seiten Roman und die 500 Beispiele. Und das, was abgespeichert wurde, na, den Size hat man jetzt nicht gesehen. Also es ist nicht vollständig, aber es gibt ganz viele Hinweise und dann davon die Help-Sachen. Und im Help oder diese Infodatei steht viel drin. Was ist noch ganz wichtig? Ja, man kann unendlich viel Zeug machen. Vielleicht noch zwei Sachen zu den Komma-separated Listen und sowas. Wobei nicht tanken. Weil es so schön ist. Das war jetzt natürlich falsch. Wir gucken uns die Tankstellendaten nochmal an. Nehmen wir einfach mal an, Set wie heißt das mit dem Separator? Nehmen wir mal an, Knubbert wäre schon immer so eingestellt gewesen, dass es Komma separiert hätte und nicht anders gegangen wäre, ja? Ich will jetzt Komma separierte Spalten haben, ist halt so, vom Himmel gefallen und ich habe das Kommando noch nicht gekannt. Und da sind Spaces drin, da ist es total ärgerlich. Jetzt kann man natürlich irgendwo extern die Datei rummachen und da die Spaces durch Kommas ersetzen und so Zeugs. Hat aber immer den Nachteil, ja, dann brauche ich noch eine Datei. Man kann hier in diesem Kommando nicht nur Dateinamen angeben, man kann Kommandos angeben. Und ich kann jetzt hier einfach mit dem Kleiner sagen, hier kommt ein Kommando, das Daten schickt. Und jetzt habe ich viele Möglichkeiten in der Datei, die schon da ist, zu sagen, ich nehme die Datei, aber tu da mal noch drin rum editieren. Ich kann da jetzt zum Beispiel sagen, tu mir mal in der Datei die Spaces durch Kommas ersetzen. Völlig schwachsinnig. So. Ja. Also wenn ich das hier ausführe, TR, dann muss ich dann mit kleiner wirklich einen IO-Redirect machen, weil TR so geschrieben. Die Datei wird hier rein gepiped. Es ist keine Pipe, es ist eine IO-Redirection. Aber egal, also ich mach's mal auf der Kommandozeile erst, was wirklich. Nein, er liest nur die Datei. Also ich kann jetzt hier einfach mein Shell-Kommando aufrufen, was passiert dann? Und da sind ja jetzt plötzlich die Spaces durch Kommas ersetzt worden. Ich könnte das gleiche auch erreichen mit SED. Na, das brauche ich. Für ein einzelnes Kommando brauche ich das ja nicht. Wenn ich das so mache, dann tut er das erste Space durch ein Komma ersetzen, dann muss man bei SED, aber das ist jetzt alles so. Shell-Vortrag mit dem G macht das öfter, egal wie das Kommando heißt. Ja, ich kann mir jetzt irgend sowas wählen. Plot, führe mir mal das Kommando mit der Datei aus.
Ah, und dann muss ich wieder sagen, ich hätte gerne die erste und dritte Spalte. Ah, da hat irgendwer vorher am Show Terminal rumgespielt. Moment. Ja, Show Terminal. Nein, nein, das Problem ist, ich habe vorher gesagt, mach mir ein PNG. Und ja, jetzt habe ich mein PNG gekriegt. Ja, du hast es so gewollt, da hast du es. wer kein Output sagt, der gibt es auf der. Und warum ist es so? Sagt er uns ja auch Show Output. Muss man halt immer vorher drauf gucken, Standard Output. Ja? Dann machen wir auch das. Ja? Also Set Terminal, dann klappt es mit dem Standard Output wieder besser. Macht jetzt zwar keinen Sinn. Und jetzt sieht es eigentlich wieder gleich aus. Ah, ja, stimmt. Also, ja, ich bin war verwirrt, weil jetzt ich ja gesagt habe, ah, in dem Time-Format, hier war ein Space drin und deswegen kann er jetzt nur noch den ersten Teil, die Tag, Monat, Jahr, das klappt. Den Rest füllt er halt jetzt auf, wenn ich jetzt dann hier mein Zeitformat ändere. Boah, was war das Ding? Blödes Beispiel, tut wieder. Aber also so kann ich mir... also das ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Man kann was anderes, viel Schöneres machen. Und zwar, ja, man kann das ja mal sortieren. Und zwar sortiere ich jetzt minus K3, sortiere mir das bitte nach der dritten Spalte, mache das numerisch oder sowas. Ging früher auch mal anders. Jetzt kommt es numerisch sortiert raus, der Größe nach, und da ist irgendwie irgendwas falsch. Jetzt ist das, macht das, wenn ich das jetzt so mache, sortiert und nach Zeit... Dankeschön. Also, Set, wieder zurück war. Ah, Separator. Was weiß ich, wie das heißt. So wird es schon klappen. Also. Ah, und jetzt steht mein Time-Format wieder nicht. Nehmen wir das da. Geht schon. Ist besser wie erwartet. Aber er tut ja jetzt immer noch die Datum, Uhrzeit, irgendwas darstellen, ist an der Stelle Quatsch. Jetzt kann man einfach sagen, nee, wir gucken wieder an, wie die Daten wirklich aussehen. Also man sieht jetzt wirklich ganz, und pipet es mal nach Less rein, dann geht es wirklich los 1039 und wird dann ganz los bis 1,47 irgendwas war der höchste Preis. Und die möchte ich jetzt natürlich nicht nach einem Datum angezeigt haben, wie das hier ist, sondern einfach, zeigt es mal der Reihenfolge. Spalte 0 ist einfach die Zeilennummerierung. Und jetzt muss ich, ja. Ja, und jetzt sehe ich insgesamt, jetzt ist unten das Quatsch, weil jetzt sagt er immer noch, die Zeile 1, 2, 3, 4, 5 stellt er als Time, habe ich ihm ja gesagt, Unset X-Data. Da habe ich vorher gesagt, X-Data ist die Zeit. Nein, ist es jetzt nicht mehr. X-Data ist jetzt Add Format Character. ZX Help Show X-Data, ZX-Data Time, Show X-Data, oder muss ich nur ZX-Data ohne Time? Wie werde ich jetzt wieder los? Ja. Eigentlich müsste es Unset heißen oder Reset. Mal gucken. Reset X-Data. Ach Leute. Set Time Format. Ist doch auch Quatsch. Okay, keine Ahnung. Muss man jetzt nicht verstehen. Da steht aber sicher in der Handbuch irgendwo drin. So, jetzt ist es einfach sortiert. Ich habe insgesamt knapp 6000 Daten offensichtlich bekommen. Man merkt einfach so, wo ist der mittlere Preis bei knapp. So kann man jetzt hier einfach Histogramme, Verläufe, sonst irgendwas machen. Ich habe die Originaldaten, sortiere die nach irgendwas, mach was immer damit, ohne dass ich die Daten wirklich anfasse. Das war on the fly, mach mal mit den Daten irgendwas. Und das, ich kann mir mit Crep bestimmte Daten raus. Ich möchte nur die für, wenn da jetzt Wochentage drinstehen, Crep Sonntag, wenn ich das schon drin hätte, oder nur den Monatsersten, was auch immer. Ich kann da filtern, selektieren, das steht in meinem Plot-Kommando drin. Wenn ich neue Messdaten kriege, führt er dieses Sortierfilter was immer Kommando nochmal aus und kann wieder ein PDF draus machen, auf den Drucker schicken. Man kann damit genau dann einmal, ja, das kann ich auch mit vielen anderen Knoblauch-Mitteln dann wieder machen, sagen, ich will bloß noch Werte bis 2 und 3. Ich kann ja ein Limit einschränken, ich kann Pferde rausfiltern. Ja, also was man zum Beispiel auch machen könnte, also ab jetzt ist dann Verlängerung. Ah, ganz wichtig.
Das war jetzt, ja, da habe ich immer nur Spalten angegeben und mit den Spalten kann man noch viel mehr Sachen machen. Man kann sagen, nochmal zeigen, wie es aussieht, 0,3. Spritpreis in Euro links bis 1,45. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte mit der Spalte 3 irgendwas anfangen. Da muss man da runde Klammern sagen, Dollar 3 ist der Wert in der dritten Spalte. Und kann jetzt zum Beispiel mit 100 multiplizieren, weil ich Cent haben möchte. Total, ja, das ist 145 Cent. Klasse Beispiel. Ich kann da was drauf addieren. Kommt gleich noch ein Beispiel für. Ich kann aber auch was anderes Schönes machen. Jetzt kommt wieder so komische C-Programmierer, sonst was. Ich kann einfach mal gucken, ist Dollar 3 größer 1,20 €. Und wenn es größer wie 1,20 € ist, dann gebe ich Dollar 3 aus. Und sonst, das ist jetzt Dollar, sonst ziehe ich mal eins ab. Wieder blödes Beispiel, aber das bessere. So. Wenn es über 1,20 ist, dann gebe ich den Wert direkt aus und sonst ziehe ich mal eins ab. Da ist jetzt einfach merkbar, ab hier 1,20, tolle Sache. Man kann aber auch einen ganz anderen Wert, da kann ich sagen, wenn es mehr wie 1, oder wenn in X das und das ist, dann gibt die eine Spalte oder die andere Spalte aus, was immer einem einfällt. Man kann sagen, wenn es über 1,20 ist, gibt den Wert aus und sonst 1 durch 0. Moment. Es gibt ein schönes Kommando Print, ich komme gleich drauf, ich will den fertig kriegen. Hektik. Man kann mit Print einfach rechnen. Man kann zum Beispiel sagen, ja, rechnen wir mal Pi. Hey, gibt schon eine Variable, wo Pi drin ist. Print, was weiß ich, 2 mal 2 ist 4. 1 durch 2 ist 0. Weil es Ganzzahlen sind, wenn ich mal irgendwo einen Punkt hinmache, sind es Floating Points oder 1 durch 3. Also ist er, Knoblauch ist ein klasse Taschenrechner, wenn man mal geschwind, Fließkommazahlen, Sinus, ja. Der kann nicht bloß einen Sinus plotten, der kann natürlich einen Sinus von 1 ausrechnen oder den Sinus von Pi. Das hätte jetzt eigentlich 0 sein sollen, aber 1, mal 10 ist so ungefähr 0. Glauben wir ihm? Asin von 1 mal 2 ist ungefähr Pi. Ah, genau Pi. Super. Also man kann da toll rechnen und print 1 durch 0. Scheiße. Ist ein undefined value, hat er ja recht. Da habe ich gerade das zweite oder 1 durch 0 Punkt, ist immer undefined, ist aber gar nicht schlimm, da will ich nämlich hin. Wenn es größer wie 1,2 ist, gebe ich den Wert aus und sonst 1 durch 0. 1 durch 0 ist ein Defined Value, aber an der Stelle beschwert er sich nicht, sondern plottet es einfach nicht. Die Werte existieren jetzt nicht und deswegen wird in der Grafik jetzt tatsächlich nur noch über 1,2. So kann ich einzelne Werte wirklich aus den Daten rauszaubern. Wenn irgendwas ist, dann gib da mal 1 durch 0 aus, dann wird nur dieser eine Messwert, muss jetzt nicht beschneiden und wissen, ich möchte jetzt von 0,5 bis irgendwas, ich tue jetzt zum Beispiel alles größer, 9 ist Quatsch oder sowas, was immer das bedeutet, und dann sind die gar nicht, dann macht er auch keine Linie hoch und runter. Wenn ich nur sage, plotte mir zwischen minus 1 plus 1, dann malt er immer noch die Linie hoch, weil da oben ist ja was und er malt die Linien hin und mit sowas kann man Werte wegzaubern. Ja, und ganz viele andere Sachen. Jetzt war noch eine Frage? Ja, eine Frage. Du hast eben gesagt, also hier haben wir jetzt eine Spalte so und so. Also, ne, er kann die erste Spalte da zählen einfach auf und dann macht die dritte. Weil halt in der dritten in meiner Datei die Sachen so drinsteht. Ja, das ist einfach. Aber du hattest jetzt eben noch ein anderes Beispiel gesagt, also wenn der Wert so und ist, dann nimmt die Spalte so und so oder die Spalte so und so. Die Reihenfolge. Also das ist jetzt in dieser komischen Syntax, die aus der C-Programmierung kommt. Man kann so eine Bedingung machen, irgendeinen Vergleich, Fragezeichen. Wenn das wahr ist, macht den Teil Doppelpunkt. Wenn es nicht wahr ist, macht den anderen Teil. Das ist C-Syntax. Und so diese C-Ausdrücke kann man ja auch machen. Und wenn ich jetzt eine Spalte 4 hätte, ja, sagen wir also hier, oder sagen wir mal, ich könnte auch sagen, in Dollar 0 kleiner 1000. Für die ersten 1000 Zeilen in der Datei nimmt die Spalte 3 und für den Rest nimmt die Spalte 4, wenn ich eine habe. Ja, dann nimmt er hier die ersten Spalte 3 und Spalte 4 gibt's nicht und solche. Also, so halt, ich kann irgendeine Bedingung hinschreiben, dann rechne hier was und tu da was und völlig frei in der Fantasie, abhängig von meinen Daten, was da geschickt ist und was nicht. Ich habe zwar in der früheren Version, wenn ich auf der X-Achse die Zeilen hatte, dass ich auf die Y-Achse nicht logarithmisch sein kann. Die Frage war, ob wenn man in der X-Achse Zeit hat, in der Y-Achse keine Logik. Dafür ist da jetzt alles drin geblieben. Die Y-Achse in dem
Ich meine, das wäre schon immer gegangen. Ich kenne dieses Limit nicht. Es gibt auch keinen Grund, dass man die Y-Achse nicht logarithmisch machen kann. Eine Zeitachse logarithmisch ist schwierig. Würde ich. Kenne ich nicht. Also ich bin mir sehr sicher. Oh, können wir ja mal kurz probieren. Moment. Ja, ja. Also hätte ich jetzt auch gesagt. Können wir ja mal gucken. Also hier haben wir eine Zeitachse und irgendwas. Und wenn man hier drin auf L drückt, plups, ist es logarithmisch. Das war eigentlich also in meiner GNU-Plot Fantasie schon immer so. Jetzt ist das GNU-Plot 5. Ich bin nicht sicher, warum sie GNU-Plot 4.7 nicht getan haben. Das würde ich als Bug bezeichnen. Man kann die Zeitachse nicht. Aber das andere, also jetzt hier merkt man so ein bisschen, ist logarithmisch von 1 bis 10 und irgendwas. Ja, das klappt. Halt. Einfach für Wasser auf meine Spritpreismühlen. Hätten wir so viele schöne Sachen machen können. Was man hier sieht im Blau, ist der Heizölpreis über die letzten Jahre, seit 2002, weil ich gerade am Heizöltanken bin. Habe geguckt, wo ich die Sachen herkriege und geplottet und dann bin ich irgendwie hergegangen und habe Heizöl irgendwie und irgendeine Tankstelle bei uns um die Ecke. Und wenn man beim Heizölpreis, der halt in Euro pro 100 Liter angegeben ist, durch 100 teilt und nochmal 55 Cent Heizölsteuer, da habe ich einfach rumprobiert. Huch, wo ist die zweite Linie hingekommen? Was ist jetzt passiert? Und jetzt habe ich da dieses neumodische. Nee, oder? Boah! Also mit dem Terminal X, da hat man die Probleme alle. Wenn man da draufklickt, dann. Aber jetzt ist immer noch. Was bedeutet jetzt grau und was bedeutet nicht grau? Ja, nicht wirklich. Also irgendwas hat ein bisschen falsch gemacht, aber man kann da draufklicken und Sachen ausbilden. Boah, ey. Und was man jetzt hier sieht, ist, also wenn man halt, dann habe ich mit dem Heizölpreis so ein bisschen rumgerechnet, habe den mal hochmultipliziert, weil die falsch waren, und habe dann so lange an der Zahl da hinten, ich tue noch ein bisschen Steuer drauf, bis es halt schön gepasst hat. Und wie man sieht, ja, der Dieselpreis und der Heizölpreis, ja, die haben was miteinander zu tun. Was für eine Überraschung. Ist das gleiche Produkt, kommt halt mehr Steuer drauf. Komischerweise erwartet der Heizölmarkt gar nicht, dass Heizöl morgens 20 Cent teurer ist wie abends. Die werden halt auch nicht vom ADAC betreut. Aber ja, war ich tot, jetzt habe ich da schon... Ja, also so schöne Sachen kann man da dann plötzlich machen und sich dann Gedanken machen. Also wenn man dann noch mehr Gedanken sich mal da reinguckt, ist es halt wirklich... Oh. Also im Normalfall ging es bei dieser Tankstelle tatsächlich immer previous... Ah, ich stelle fest, da gibt es doch Unterschiede. Also meistens geht es dann immer so etappenweise runter. Also die Tankstelle hat dann so die Preise jetzt in diesen Schritten, wo ich nicht richtig sehe. Immer ein bisschen weiter erniedrigt und erniedrigt und erniedrigt. Abends war es billig und dann hat es irgendwann einen Plop gemacht. Und abends um 22 Uhr will der Kunde wieder teuer tanken, weil da ist ja der Service dann besser und der Kaffee kalt. Na, das ist bei fast allen Tankstellen, ist das 22 Uhr. Wenn man also in diesen 650 Tankstellen guckt, die machen die so plus minus, das ist mal um 6 Uhr. Aber die allermeisten machen völlig unabhängig und marktfrei, das immer zur gleichen Stunde. Lustigerweise, der Markt findet das so. Lustigerweise, ich habe jetzt mal in die neuen Daten reingeguckt, das ist wirklich von den letzten Wochen. Da hat sich was getan. Inzwischen machen wir Feintuning hoch und runter, zum Teil im Minutentakt. Da ich erst vor der Woche drauf. Also, ja, der Kunde will mal ein bisschen mehr zahlen, mal ein bisschen weniger zahlen. Und es wird spannend. Also da die Psychologie der Tankstellenkonzerne, der Tankstellenpächter selber hat keinen Einfluss drauf. Es macht plopp. Er wird eventuell telefonisch. Ich habe mich mal mit einem länger unterhalten, wo ich an der, ja schon viel früher, bevor es das alles gab, ich stand an der Zapfsäule, wo an der Straße stand noch, oh, toller, billiger Preis. Ich habe die Zapfpistole in der Hand und an meiner Zapfsäule stand was ganz anderes wie dem großen Schild an der Tankstelle. Da habe ich geguckt, billig, 10 Cent mehr. Dann bin ich halt erstmal rein und habe gefragt, was gilt denn jetzt eigentlich? Ja, immer das an der Tankstelle. Weil das ist ja auch das, wo das Eichamt und so. Ja, aber da steht doch draußen, ja, stimmt, halt in den nächsten Minuten wird sich das ändern. Und es wird wirklich von Hamburg, großer Dingens, bei Jet war ich da, bei mir in der Straße, das wird dann von dort aus bestimmt, das macht plopp, er hat noch nicht mal angerufen. Und die stellen erst die Zapfsäule um und dann in den nächsten Minuten erlaubt dann die Technik auch dieses Straßenschild dann irgendwie mal. Aber das hat wirklich, ich bin rausgefahren, das war immer noch der billige Preis. Und er hat mir dann erklärt, er kann sich wünschen, gegenüber ist eine andere Tankstelle auf der anderen Straßenseite. Und er kann den dann in Hamburg anrufen oder eine SMS schicken. Die da sind billiger. Und dann überlegen die sich in Hamburg, was sie machen. Das ist alles, was er machen kann. Und egal, wie teuer das Benzin ist, morgens und abends, er kriegt einen Cent von jedem Liter.
Die 19 Cent, die morgens und abends hochspringen, die darf er sich abends nicht dadurch verdienen, dass er kein Benzin mehr verkauft, andere Flüssigkeit mit Bier an der Tankstelle, Bier. Weil in Baden-Württemberg dürfen wir nach 22 Uhr, wenn der Sprit teuer wird, auch kein Bier mehr verkaufen. Vielleicht müssen Sie deswegen den Bierumsatz, Sie haben so ein Gesetz, ja, das ist Reiseproviant und nach 22 Uhr braucht der Autofahrer kein Bier mehr. Man braucht kein Bier als Autofahrer an der Tanke, das ist völlig krank. Aber egal. Und weil ab 10 darf man, kriegt man, nein, keinen Alkohol. Man kriegt alles, aber keinen Alkohol. Man braucht überhaupt keinen Alkohol an der Tanke, außer für die Scheibenwaschanlage. Aber. Nein, das ist eine Tanke. Egal. Aber auf jeden Fall, also schon vor der Regelung war der Sprit nach 22 Uhr teuer oder mal auch nach 20 Uhr. Das hat damit nichts zu tun. Aber von dem Geld, wo der Preis hoch und runter geht, sieht der Pächter nichts. Schade. Deswegen muss er ja Bier verkaufen, das darf er abends auch nicht mehr. Deswegen braucht er auch von dem Reingewinn hier nichts kriegen, wenn er schon kein Bier verkaufen kann. Man kann. Ah, das gab es letztes Jahr im Vortrag. Vielleicht morgen im Shelting. Gibt's auf dem Netz, da habe ich schon jetzt ein Jahr lang gehalten. Wie heißt das immer? Schöner tanken mit der Shell oder Spritpreis. Billiger tanken mit der Shell. Irgendwas tanken Shell, Harald König. Finde dann schon das Reh. Die Daten gibt es auf verschiedenen Webseiten zum Runterladen. Ich habe mir dann eine ausgeguckt, spritpreismonitor.de, wo das halt als HTML schön kommt. Und da haben wir einen kleinen Shell-Einzeiler geschrieben mit, ich hole mir die Daten, krabbel die, dass es so aussieht und dass man es mit Knoblauch schön angucken kann. War Thema vom letzten, aber morgen gibt es so ein Shell-Dingens, wenn mir nichts mehr einfällt und noch niemand da war, der das gesehen hat, können wir auch nochmal Shell- oder Heizölpreise oder im Internet suchen oder Statistiken, wie oft jemand in meiner SSH eingebrochen hat, ihn zusammenzählen und gucken, wer war der Böse, den Clueplot draus machen. Also, wann immer ihr Zahlen findet, für Statistiken sortieren, Histogramme machen. Knoblauch ist ein schönes Ding, also für 3D, sorry, ist, ich habe mal so Messflächen, aber da hat man halt XY-Wert und wie in den Beispielen drin war, da hat man immer so als Datenfall XYZ. Also XY und dann irgendwie ein Wert und dann kann man es als Fläche darstellen. Er kann irgendwie auch Volumendaten. Noch zwei Sachen vielleicht auch zum Nachlesen. Also die Daten üblicherweise sind Space separiert, total toll, oder Komma separiert, habe ich auch erst vor kurzem gelesen. Ich habe 20 Jahre immer die Spaces, die Kommas durch nach in Spaces ersetzt, so mit TR, SED, irgendwas. Ja, da gibt es doch ein Kommando für. Muss aber ja gesagt werden, ich habe nicht die ganze Hälfte, vor 10 Jahren, wo ich das mal durchgelesen habe, gab es das noch nicht, bin ich sicher. Oder ich habe noch keine CSV-Dateien gehabt, weiß ich nicht. Je nachdem, wie das Knoblot gebaut ist, kann es noch mehr. Es kann immer Binärdaten lesen mit einem total kryptischen Format. Man kann ihm wirklich, steht dokumentiert, ich habe es hingekriegt. Wenn man Binärdaten hat, dann kann man sagen, so ein Binärrekord sind 500 Byte und ab dem 17. Byte kommt jetzt ein Fließkomma, Float und ist kryptisch, es hat getan. Wenn es gut übersetzt ist, wie? Set Data Format irgendwas. Moment. Also ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß, wie die Datei heißt. Und dann sucht man nach Binary irgendwas. Distribute Binaries, no. Expression Operate Binary. Day3 Binary Operators. Data File Binary und dann kommt eine längere Abhandlung, wie das alles geht. Was noch spannender sein kann, für wenn man ernsthaft Daten hat. Man kann Knoblot übersetzen, dass es HDF5-Daten lesen kann. Hierarchical Data Format und MATLAB und sonst was gibt es Libraries. Deshalb kann man strukturierte Messdaten, Binärdaten irgendwie, Stichwort HDF5, ist meins jetzt nicht für übersetzt. Und dann kann man sagen, in diesem Binärblobs irgendwas, da gibt es ein Feld Messdaten und da möchte ich gerne, und da hat es alles Namen und Typen und sowas. Das ist total toll. Aber wer HDF5 kennt, man kann Knoblot dafür bauen. Braucht man die Lib. Wenn man zwei Messgruppen hat, zum Beispiel, dann möchte ich die addieren, aber die liegen jetzt nicht ganz allein. Natürlich, es gibt ja einen. Ja, die Frage war, gibt es, wenn man hat zwei Messkurven, wo man, da möchte man die Messwerte addieren, aber die X-Werte sind nicht so richtig allein. Dann muss man das passend machen. Ganz viele Wege führen. Also mit Knoblauch allein kann man auch toll sein, aber man könnte jetzt hergehen. Da kommt dann, ich kann ein Kommando ausführen, ich muss die Daten vorverarbeiten, würde ich jetzt wieder machen. Und man könnte erstmal hergehen, zum Beispiel die X-Daten, wenn die so Komma 1, 2, 3, dann mache ich mal Integer von den X-Daten und schon passt es wieder und speichere den. Also das ist jetzt wirklich, wie gehe ich mit der Knoblauch allein?
und interpolieren und abspeichern, machen, tun. Aber das ist mit irgendeinem Skriptgedöns vorher dafür sorgen, dass die Daten etwas passabler sind. Knublot kann interessante Sachen auch intern machen. Er hat so ein paar Sachen wie Minimum, Maximum. Man kann mit Tricks binning, also sagen, summier mir, mach so Histogramme für bestimmte Messbereiche. Habe ich auch bei dem Vortrag, was ich hier so mit selber zusammenfassen und sortieren, das kann man doch im Knublot zum Teil machen. Gibt es Beispiel für total kryptisch. Bis man es mal gelernt hat, wenn man es 10 Jahre gemacht hat, ist es auch total einfach. Oder wenn es in einer Datei drinsteht, wo ich nur noch nachgucken muss, load save, dann weiß ich das. Ob das so weit führt, würde mich wundern. Also das kann ja beliebig kompliziert werden. Irgendwann muss man einfach sagen, das ist ein Plotch-Tool, da kann man ein bisschen was mitmachen und alles andere ist immer noch komplexer und noch komplizierter, dann geht es irgendwann nicht und dann muss man halt mit den Zahlen vorher mal das ein bisschen vorbereiten. Perl, Python, AWK, Shell. Aber eigentlich muss doch nur ein Stack-Graph von 2 Plots sein. Ja. Ein Stack-Graph von 2 Linien. Ja, aber die Frage ist, wie man, weiß ich nicht. Also wenn man Datenpunkte macht, dann geht er erst mal her, stellt den Datenpunkt an dem Punkt X und Y und sowas da. Habe ich wenig Erfahrung mit. Erzählt mir das nächstes Mal oder nach dem ersten Schnitzel, würde ich sagen. Knublot kann irre viel. Guckt euch die Beispiele an, was ich alles nicht gezeigt habe. Vor 3D und mit Sachen. Und ich habe noch nicht mal gezeigt, wie man mehrere Bildchen nebeneinander macht, mehrere Funktionen ineinander. Man kann die skalieren, wenn das eine, das, was ich hier hatte, ja. Also allein, das ist ja auch schon, wenn die halt, aber das ist dann vielleicht Reblot. Achso, ich bin gerade im Knublot drin. Ja, allein was mache ich, wenn die Skalenverhältnisse von den beiden Sachen sehr unterschiedlich sind, ist ein Problem. Da kann ich hier noch ein bisschen rumrechnen. Ja, den einen hochmultiplizieren, wenn man auf die Idee nicht kommt, dass ich überhaupt mit den Messdaten rechnen kann, dann geht ja das schon nicht. Habe ich 10 Jahre lang dann von Kommando Knublot ausgeführt, skaliere, tut die eine Zahl mit 100 multiplizieren und lass die andere, wie sie ist, damit die in den gleichen Messbereich reinkommt, dass ich das zusammen darstellen kann. Kann ich ja mit einem Kommando machen, wird der die Daten umrechnet, bevor sie dargestellt hat. Das geht einfacher. Bei den anderen, ich will es nicht ausschließen, es geht unheimlich viel. Diesen Knublot sehr aktiv am Weiterentwickeln, wenn es eine gute Idee gibt, was für viele Leute nützlich wäre, die Autoren anmelden und sagen, ich hätte gern, vielleicht gibt es eine gute Idee. Wie geht's? Es gibt eine Mailingliste dafür. Oder kann man in Zukunft in Version 5.1, tolles Feature, brauchen alle für whatever, will ich nicht ausschließen. Also das ist kein totes Tool, auch wenn es mit einem Stiftplot angefangen hat. Und da kommt noch viel dazu, angefangen von Binärdaten, das ist wirklich irgendwann später reingekommen und HDF5 und keine Ahnung was alles. Also oder mit anderen Tools. Ja, das war jetzt ein ganz kurzer Abklatsch. Ich habe ganz viele Daten vorbereitet mit Wetter und irgendwie, ja, alles nur 2D. Da kann man Karten plotten, Längengrade, Breitengrade. Wenn man irgendwie Kartendaten hat, dann malt man sich noch seine GPS-Linie rein. Wofür brauche ich irgendwie GNU? Wie heißt das? GNU Map? Nein, Google Maps, nicht GNU. Irgendwas mit G und. Also ist ein schönes Tool. Es macht nicht alles, aber viel, viel mehr, wie ich gemacht habe. Man muss wirklich rumspielen damit und ein bisschen Beispiel. Also ich habe viel aus Beispielen gelernt und es gibt irre viele Beispiele dort auf der Webseite. Noch eine Frage, oder? Nein? Haare raufen? Hunger? Mahlzeit? Nach dem nächsten Bier kann ich auch nochmal in Textform ohne Beamer irgendwas haben. Wir können vielleicht morgen nochmal Knublot spielen, da gibt es noch so einen Shell-Workshop. 2 Stunden? 3 Stunden? Weiß ich gar nicht. Je nachdem, was uns da so einfällt und wo Zahlen anfangen, kann man auch damit. Ich tun halt irgendwas vor, ihr dürft Beispiele machen, Fragen haben. Ich weiß es nicht. Also da gibt es dann auch wieder, woher komme ich, wohin gehe ich und dann tippen wir mal ein paar Stunden auf der Kommandozeile. Ich habe so Ideen, was man, so ähnlich wie den Knublot Shell-Vortrag letztes Jahr. Nein, es geht nur wirklich, ich mache ausschließlich Bash, weil das war halt, was wir auch in der alten Firma, wo ich lange gearbeitet habe, sicherstellen konnten auf allen Unixen, also nicht nur auf allen Linuxen. Wir haben wenigstens auf AIX, Solaris, SGI, HPOX, wir haben eine Bash. Wir müssen nicht mit der TC oder sowas programmieren, aber das war es dann auch. Z-Shell kam viel, viel später rein und für das Shell-Programmieren, man könnte sich auf KSH festlegen, also mit der bin ich einfach groß geworden. Und für das Shell-Programmieren ist toll, dass es dann immer neue Möglichkeiten gibt. Z-Shell ist sicher auch interaktiv gut, aber ich habe es ja nicht überall und
ich sehe immer die tollen Vorträge vom Sven Kukes, was interaktiv schön geht, was ich gerne hätte. Und dann bin ich, ich bin auch heute noch viel auf Fremdrechnern bei Kollegen und irgendwie und Sachen, wo ich nicht administrieren kann. Und mir dann immer meine Lieblingsstellen noch überall zu machen, wenn man einen großen Zoo von Zeugs hat, ist mühsam. Und Bash reicht. Also ja, kann immer irgendwie anders gehen und die Bash kann viele neue Sachen. Fürs Programmieren ist sie an den meisten Stellen okay. Kann Sockets, kann Hash-Arrays inzwischen und ich weiß nicht. Ja, ja, ich habe es aber inzwischen immer noch nicht angewendet. Ich mache das nach wie vor mit AWK. Und Sockets kann man auch, also, ja, aber klar, konnte ich ja schon 20 Jahre lang mit AWK machen. Also ganz viel, manchmal, und es kann tolle Sachen, kann, man kann den Sortierschlüssel dafür einstellen und noch so ein paar Sachen. Also, aber also da wird es wirklich um Bash, also eigentlich Trivialitäten mehr. Ich schreibe mir irgendwelche Shell-Kommandos mit Pipes hintereinander und suche mir viele Tools für, zum Beispiel, ich nehme die Spritdaten, Heizöldaten, die Statistikdaten aus Syslog, was immer uns, oder einfach, ich, also ein Beispiel, das ich mal vorbereitet habe, wäre, ich habe da eine, also so Live-Beispiele wirklich passiert sind, ich habe da so eine CF-Karte und die habe ich gerade alle meine Bilder gelöscht von einem Freund mit einem Macintosh und einer Canon-Kamera. Und ich brauche da ganz dringend noch ein Bild. Es ist die einzige Karte, die ich dabei habe. Und ich möchte jetzt weiter fotografieren und die Bilder da drauf sind wichtig. Jan, er hat die gleich, er erstens, ja, okay, man hätte es retten können und dann mach halt mal. Er wollte den auch noch gleich haben. Und dann haben wir dann halt in der Wildnis irgendwie mal rausgekriegt, ja, so Anti-Delete-Tools, die haben nichts anti-deleted. Wie ich dann gelernt habe, er speichert ausschließlich RAW ab und die Anti-Delete-Tools können alle JPEG und JPEG und JPEG restoren. Auch für Windows, er hat es dann auch mit Windows probiert. Und da haben wir halt gelernt, wie so eine SD-Karte oder CF-Karte, so ein DOS-File-System aussieht, wie man mit Linux-Tools RAW-Files findet und wie man die dann wieder restauriert. Das ist ein Einzeiler. Da kann es in der Shell, ich suche, weiß, wo es ist, extrahiert das, mache ein Bild und habe am Schluss wieder die richtige Dateigröße und den Timestamp. Kann man alles restaurieren mit Shell-Tools. Auf Byte-Level und allem. Das ist, auch das geht in der Shell. Ja, da gibt es halt mit DD, kann ich Bytes lesen und Sektoren und irgendwas. Und, ja, aber also nur als Beispiel. Oder ich will in meinem Syslog wieder irgendwie meine Einbrecher. Keine Ahnung, also irgendwie mit Shell geht alles und gucken wir mal, was das wird. Mahlzeit. Wenn es keine. Ah, gibt keine Mahlzeit, sorry. Ich bin nicht schuld. Ja. Ah, nein. Also die Frage war mit diesem Terminal Qt und sowas. Hier sind einfach ganz viele Ausgabesachen mit reingebaut worden von allen möglichen Leuten. Und was es früher eben gab, ist irgendwie libx11. Das macht irgendein x11-Fenster auf mit ganz dummen, einfachen x11-Sachen. Xlib, Knullib. Und dann haben die Leute ein WX-Widget mal noch dazu gebaut für die WX-Widget-Set. Das ist auch so eine Klassenbibliothek, mal mir Fensterchen, Schieberegler, sonst irgendwas. Und das Terminal, das jetzt hier mal aufgepoppt ist, ist eben, hat jemand mit Qt geschrieben. Weiß nicht, wo ich war. Set Terminal Qt, Plot. Und das Qt ist dafür da, da oben diese Knöbels zu machen. Ja, dass da irgendwie ein Plus und, wo ist denn mein Sinus hingekommen? Oh. Das ist ja. Wir tun einfach den Knublot hier mal beenden und neu starten. Dann haben wir das wieder auf Default-Werte resettet und dann sagen wir wieder Terminal Qt hatten wir schon. Dafür ist ja die History da. Also diese Buttons und die sind jetzt mit Qt gemacht oder mit WX-Widget. Wenn ich kein, ich glaube, wenn ich kein Fenster aufmache, kann ich noch sagen, jetzt hat er zwar das Terminal gesetzt, aber ich set Terminal WX-Widget. Wenn ich jetzt Plot mache, wenn ich noch kein Qt gestartet habe, jetzt sehen die Knöpfe da oben ein bisschen anders aus, ja. Und die Linie wird jetzt, ist eine WX-Widget-Linie. Also, und das hängt eben davon ab, was war an Bibliotheken da, wo es gebaut wurde und was hat der Mensch. Also dafür ist Source Code offensichtlich vorhanden. Warum ich das dreimal brauche, dürft ihr mich nicht fragen. Also ich finde ja irgendwie das hier völlig ausreichend, weil das gibt es schon seit 20 Jahren, damit kann ich umgehen. Da kann ich auch nicht hier. Oh. Gab's für neumodischer Kram in Version 5. Nein, das ändert. Ah, das. Oh, gut beobachtet. Nein, nein, ah. Set. Das kriege ich jetzt nicht hin, oder? Set Title. Das ist die. Grad Celsius irgendwie. Ja, irgendwas und keine Ahnung und Mühe und sonst was. Und dafür, für alle Sonderzeichen, die man haben möchte, gibt es Umschriften. Man kann da jetzt Backslash, Symbol oder Slash, Symbol.
Nummer. Ich habe keine Ahnung, wie es genau geht. Und ob es Symbol 10, das Symbol, das könnte, nein, das ist, kommt so ein bisschen aus Postscript und keine, muss in der Doku nachlesen. Weiß nicht, wie es genau geht, oder in geschweiften Klammern. Und mit einer Umschrift, ich hätte gern das Symbol und irgendwas und all so ein Kram, er kann das dann in Techcode umsetzen. Das macht er nur, wenn er im Enhanced-Modus ist, im Ausgabefeld. Dann tut er plötzlich ein Müh oder ein Grad oder sowas darstellen und sonst macht er wieder das Symbol. Aber die Syntax findet man dann im Netz oder was weiß ich wo. Ich habe Messdaten, die mit Temperaturen, Mikroampere und sowas zu tun haben. Ich suche mir da jedes Mal einen Wuschi und man muss dann bei jedem Output-Treiber nochmal, die haben das reinkombiniert, ob es Enhanced als Default ist oder nicht. Meistens ist es das nicht. Das heißt, dann muss ich erstmal hier set terminal qt enhanced oder wx widget enhanced, zeig mir bitte die Müs an, statt Symbol merke ich irgendwas. Wenn ich dann set terminal output pdf postscript, muss man das enhanced nochmal angeben, weil die sind meistens die vorbei sich auch nicht enhanced. Man gewöhnt sich dran und man hat es ja abgespeichert in den Save-Dateien, ja. Wenn ich das einmal hingefummelt habe und es sieht gut aus und es steht nicht Symbol 10, sondern Mü, und dann muss ich halt beim Set-Terminal-Postscript-Enhanced das einmal machen. Das steht auch in meiner, generieren wir mal den Print-File. Und dann vergisst man es wieder, weil ich habe das nur in Dateien und ich guck, weiß dann im Arbeitsrechner, wo ich nachgucken muss. Und hier mache ich so einen Quatsch, denn hier brauche ich keine Labels und Legenden. Da reicht mir die rote Linie. Aber halt ernsthafte Sachen. Ach so, was man da auch noch zeigen kann. Ja. Das ist jetzt fast schön, so, wir haben von mal X-Label, Y-Label, hier steht immer magische Kommandos dran, wie die Datei heißt. Auch hier kann man dann noch einen Titel. Das ist ein, also um den, zum Beispiel den Dateinamen und die magischen Rechenvorschriften, Sinus, so kann man dann hinschreiben, wenn man, also das ist jetzt Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Sprit, Heizöl, keine Ahnung was. Wenn man es nicht haben möchte, kann man einfach einen leeren Titel. Dann verschwindet der ganz aus der Legende. Dann ist einfach, dann kann ich nochmal Punkte malen. Also ich kann irgendwann mal so ein Beispiel, ich mal meine Treppchen und meine Punkte in einer anderen Farbe und sowas. Und dann kann ich einfach sagen, ich male das gleiche nochmal. Wenn der Teil leer ist, verschwindet die aus der Legende. Bei der Legende kann man sagen, mach's links, rechts, oben, Beispiele angucken. Unendlich viel Zeugs. Noch mehr Fragen? Mahlzeit. Viel Spaß und noch einen schönen zweiten Tag bei der Fastin. Postcom. Oh, Entschuldigung.